Und es geht weiter um dieses relationale Verhältnis zwischen frei, flexibel und prekär. Wir haben in diesem Panel den Fokus auf prekäre Lebensformen und Beschäftigungsverhältnisse, in denen überwiegend Migranten und Migrantinnen beschäftigt sind. Und der Blick richtet sich zunächst auf den Tatort Privathaushalt mit Helma Lutz und Hausarbeit und Pflege, den Helma uns aus dem Blickwinkel von Care, Gender und Migration vorstellen wird. Kirsten Huckenbeck berichtet anschließend über ein anderes Segment migrantischer Arbeitsmärkte und Beschäftigungsformen, die sie als moderne Form der Sklaverei bezeichnet. Wenn wir zu Recht gegenüber diesen Formen der globalen Sklaverei globale Solidarität einfordern, dann müssen wir auch praktische Unterstützungsleistungen anbieten und über Netzwerke sprechen. Und genau dies wird Kirsten Huckenbeck in ihrem Beitrag leisten. In diesem Panel geht es also etwas kriminalistisch zu. Zum einen haben wir es mit dem Tatort Privathaushalt zu tun und im anderen mit dem Tatort migrantische Arbeitsmärkte. In beiden Fällen geht es auch um die Folgen dieser Zustände für die Menschen, die unter diesen Bedingungen leben und überleben müssen, sowie für die Gesellschaft insgesamt. Denn prekär sind ja nicht nur, worüber wir gestern und heute diskutiert haben, nicht nur die Beschäftigungsverhältnisse, sondern auch das gesellschaftliche Zusammenleben insgesamt. Das wird von diesen prekären Strukturen durchdrungen. Ich möchte mich bei beiden Referentinnen ganz herzlich bedanken, dass sie gekommen sind, vor allem bei Helma Lutz. Sie hat nämlich eine sehr prekäre Gesundheitslage zu verarbeiten. Und ich freue mich sehr, dass du trotz dieser Schwierigkeiten nicht abgesagt hast. Das hätte uns in große Schwierigkeiten gebracht. Und also umso herzlicheren Dank, dass du das auf dich genommen hast und also mit uns heute diskutierst. Gestern haben, oder ich glaube während der Tagung bisher insgesamt, hatten wir das Augenmerk gerichtet eigentlich auf Fragen der Prekarität im westlichen Europa und vielleicht auch noch bezogen auf die USA. Was nicht diskutiert worden ist bisher, ist das mittlere und östliche Europa, und dort sind ganz neue Prekarisierungsformen und Migrationsregime, über die wir heute auch sprechen. Und ich bin sehr dankbar darüber, dass wir diese Erweiterung haben und den doch, ich muss sagen, inzwischen relativ engen Blick aus unserer Perspektive jetzt erweitern können. Und ich finde es vor allem bezogen auf Deutschland, das ja aus einem ehemaligen sozialistischen Teil und einem postfordistischen Teil besteht, dringend notwendig ist diese Erweiterung. Und das ist also das, was wir über das, was wir hier heute auch diskutieren. Wir fangen an mit Helma Lutz. Helma Lutz ist Soziologin und Professorin für Frauen- und Geschlechterforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität hier in Frankfurt. Außerdem ist sie stellvertretende Geschäftsführerin des Cornelia-Goethe-Zentrums für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse, das an der Universität angesiedelt ist. Mit ihren Forschungsschwerpunkten Care, Arbeit, Gender und Migration ist sie weit über Frankfurt hinaus in der globalen wissenschaftlichen Community inzwischen bekannt geworden. Ihre Forschung bezieht sich aber darüber hinaus auch auf Intersektionalität, Rassismus und Ethnizität, aber auch auf Biografieforschung und Methodenforschung. Helma Lutz hat sehr viel publiziert, in Monographien und zusammen mit anderen Herausgeberinnen. Ich werde jetzt nur einen kleinen Ausschnitt Ihnen kurz vorstellen, der sich auf unser Thema heute bezieht. Das ist zunächst ein Aufsatz, also ich fange aktuell und gehe zeitlich etwas zurück.
von 2015 in einem Sonderband der Sozialen Welt. Der Aufsatz heißt Sorge, Arbeit, Verhältnisse, Care-Migrantinnen im globalen Europa. Den Aufsatz hat sie 2014 geschrieben, zusammen mit Eva Palenga-Möllenbeck. Dann im Jahr 2011 The New Maids, Transnational Women and Care Economy. Dann 2009 Gender Mobil, Geschlecht und Migration in transnationalen Räumen. Und im Jahre davor vom Weltmarkt in den Privathaushalt, die neuen Dienstmädchen im Zeitalter der Globalisierung. Also Sie sehen, das ist ein großes Spektrum und zentriert aber jetzt auf diese Fragestellung. Und ich möchte noch eine Sache erwähnen, die jetzt nicht direkt zu dem Thema passt. Helma Lutz ist Mitherausgeberin zusammen mit Ulla Wischermann in der Reihe Klassikerin feministischer Theorien. Sie hat den Band 3 mit herausgegeben, der behandelt aktuelle feministische Grundlagentexte ab 1986. Helma, du hast jetzt das Wort. Also wir sind gespannt auf die kriminalistische Suche und wie dieser Tatort nun aussieht. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass meine Stimme durchhält. Ich möchte mich bei Mechthild nochmal bedanken für die wunderbare Einführung. Und natürlich konnte ich mir das nicht entgehen lassen, einmal als Kommissarin hier in Frankfurt tätig zu werden. Und werde jetzt Folgendes machen. Ich werde Ihnen zeigen, was ich damit meine, wenn ich hier vom Tatort Privathaushalt spreche. Und die Frage ist, warum wird der Privathaushalt zum Tatort und was verbirgt sich eigentlich dahinter? Ich fange an mit zwei verschiedenen Stimmenmöglichkeiten, sich diesem Thema zu nähern. Und zwar die erste ist über eine Internetplattform, von der ich hier zwei Auszüge zeige. Das ist eine Internetplattform, auf der Handwerker gesucht werden, eine Frankfurter. Da schreibt jemand: Hallo, kann mir jemand helfen, einen Hobby-Handyman zu finden, der kleine Sachen in meiner Wohnung für 10 Euro repariert? Sachen wie Deckenlampen montieren, ein neues Waschbecken in der Küche installieren, Duschköpfe erneuern und vielleicht ein paar andere Dinge. Und eine Antwort darauf, auf gleich darunter: 10 Euro, der Polo um die Ecke macht das doch für 4. Das habe ich jedenfalls gehört. Was darauf hinweist, dass eine Gruppe, die wir in diesen Haushalten finden, über die ich heute allerdings weniger reden werde, die sogenannten Handymen sind, in der Regel eben oder hauptsächlich sind es Migranten, männliche Migranten, die eben auch zu Tausenden in unseren Städten sich mit solchen Arbeiten beschäftigen. Gut, die nächsten Stimmen stammen aus einem Film, und zwar aus einem aus einer Dokumentation des Fernsehmagazins Monitor. Und dort geht es um Pflegekräfte in deutschen Haushalten. Das ist ein Film von 11 Minuten. Ich werde Ihnen hier in aller Kürze 4 Minuten davon zeigen. Und um Ihnen ein bisschen einen Eindruck zu geben, worum das geht. Also der Film fängt so an, vor allen Dingen eine der wichtigsten Vertreterinnen von Agenturen, die Vermittlungsagenturen, die polnische Pflegekräfte aus Osteuropa in deutschen Haushalten platzieren und anbieten, um dieser Agentur nachzugehen und sich dann die Arbeitsverhältnisse der Frauen anzugucken, um die es dort geht. Jetzt hat er eine einmalige Vermittlungsgebühr von 850 Euro. Raus aus der Schmuddelecke. Sie haben die Lösung des Pflegenotstands.
Alicia David war mehrfach in Deutschland, vermittelt von einer anderen Agentur. Sie hat gepflegt, sich gekümmert. Ihre Arbeitszeiten sind im Vertrag erst gar nicht festgeschrieben. Der Alltag ist eine Dauerbelastung. Tag und Nacht, Arbeit oder Bereitschaft. Pro Stunde kam sie so auf 2,50 Euro, sagt sie. Das machte gut 1.000 Euro im Monat. Viele sagen, in Polen sei das viel Geld. Ich bin hinter dieser Tür und ich lebe mit eurem Leben, nicht mit meinem. Ich sehe meine Familie nicht mehr, meine Freude. Ich bin ganz weg von meinem Leben. Also es ist viel, 1.000 Euro, es ist nicht viel. Ich arbeite 24 Stunden, egal ob ich geschlafen habe oder nicht geschlafen habe. Das fragt mich niemand. Agnieszka hat es genauso erlebt, letztes Jahr in Süddeutschland. 800 Euro im Monat sollte sie bekommen, sagt sie. Für ihren Einsatz bei einem schwerst pflegebedürftigen Mann, Mutterseelen allein gelassen von ihrer Agentur, sagt sie. Ich war psychisch völlig am Ende, aber von der Agentur habe ich keine Hilfe bekommen. Dann habe ich gesagt, dass ich meine Sachen packe und weggehe. Sie haben gesagt, das darf ich nicht, dann würden sie mir kündigen. Also musste ich bleiben. Erst als mein Mann gedroht hat, die Polizei zu holen, haben sie mich endlich abholen lassen. Schilderungen, die Sie hier beim DGB immer öfter hören. Silvia Timm berät speziell Pflegerinnen aus Osteuropa. Kasina zum Beispiel weiß nicht mal, ob sie überhaupt krankenversichert ist. Ihren Nachnamen dürfen wir nicht nennen. Das hat einen Grund. Die Verträge sind so konstruiert, dass die Frauen nicht reden dürfen über ihre Situation. Sie dürfen die Verträge auch niemandem zeigen. Sie haben Angst, darüber zu reden. Warum sie alles geheim halten müssen, haben bisher nur wenige herausgefunden, wie Alicia David. Sie stellte fest, dass die Familien für sie bis zu 2.500 Euro im Monat bezahlen, aber bei ihr kamen nur gut 1.000 Euro an. Das meiste aber kassieren offenbar still und heimlich die Arbeitsvermittler und keiner sollte es mitbekommen. Ein Moment, es ist mir Blut gekommen, hoch, und ich war so sauer. Ich sagte, nein, das kann ich nicht lassen, das geht nicht so. Wenn ich bin auf der Stelle Arbeitsplatz in dem Haus und ich rufe zum Beispiel zu der Firma, habe ich ein Problem und die Firma mir antwortet nicht oder will nicht antworten und ich bleibe alleine mit alles, das ist noch mehr. Und für was nehmen diese Geld, diese Firma? Für was? Ein typischer Fall und auch bei Ivan Hasper war das so. Auch bei ihm Geheimklauseln in den Verträgen und auch er fand heraus, wie wenig die Pflegerin von seinem Geld bekommt. Was mir am meisten aufgestoßen ist, ist die Tatsache, dass die Agenturen wahrscheinlich, also so nach meinem Wissen, dass die mehr verdienen durch Bürotätigkeit als die Pflegerin selber. Das ist eine Ausnutzung der Situation auch von den Leuten. Das ist fast wie eine Sklaverei. Gut, das gibt Ihnen ein bisschen den Eindruck, ich werde darüber noch genauer sprechen, also was eigentlich, was hier passiert ist, also das sind die Agenturen, über die eben, wie gesagt, ein Monitor eine sehr gute Sendung gemacht hat. Was finden wir also in dem Tatort oder am Tatort Privathaushalt? Wir finden Pflegerinnen, wir finden Handwerker, wir finden Au-pairs. Das sind eigentlich die drei Gruppen, die drei wichtigsten Gruppen, die wir hier finden und die zum allergrößten Teil von Migrantinnen, also diese Arbeitsplätze werden von Migrantinnen ausgeführt. Und was wird dort gemacht? Also welche Arbeit verrichten diese Frauen? Zum einen muss man sagen, dass das Problem mit diesem Tatort Privathaushalt ist, dass wir eine sehr schlechte Datenlage haben. Wir haben ganz wenig belastbare Zahlen. Wir wissen nur, es gibt sozusagen die Frauen, die pflegen. Es gibt die Frauen,
die aber auch sachbezogene Arbeiten machen, also aufräumen, putzen, waschen, bügeln. Und es gibt Kinderbetreuerinnen. Bei uns sind das zum großen Teil eben Au-pairs und genau dies ist über das Au-pair-System abgedeckt. Diese wenigen, also wir können eigentlich nur immer mit Zahlen arbeiten, die wir nicht genau belegen können. Eine interessante Studie zu der Frage, wie sieht es eigentlich in deutschen Haushalten mit den Arbeiten des Aufräumen, Putzen, Waschen, Bügelns aus, wurde vor 4 Jahren von der Minijobzentrale wurde eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Danach, und das war eine ziemlich interessante Studie, wissen wir jetzt, dass 67% aller Deutschen eine sogenannte Hilfe im Ausland beschäftigen. Was nicht unbedingt heißt, dass dies Migrantinnen sind, das können auch deutsche Frauen sein. In der Regel, wenn es deutsche Frauen sind, sind es deutsche Frauen, die eher sozusagen aus dem Arbeitermilieu kommen, deren Rente sehr, sehr niedrig ist und die auch hier zu finden sind. Dann gibt es die zweite Betreuungsform, das sind die Au-pairs, die eben Kinderbetreuung im Haushalt übernehmen. Auch da gibt es, also wir haben die Zahlen zwar und was wir wissen ist, dass der größte Teil auch der Au-pairs in deutschen Haushalten aus Osteuropa kommt, aber wir auch dort ist der Haushalt ein Tatort, weil nämlich die Agenturen wenig überprüfen, was da eigentlich passiert. Au-pair ist ja eigentlich, das wissen Sie alle, ein Austauschsystem, ein Kulturaustauschsystem, was aber auch in diesem Bereich eben vor allen Dingen für Kinderbetreuung benutzt wird. 260 Euro Taschengeld im Monat. Und der dritte Bereich ist die Langzeitbetreuung und Pflege von alten Menschen. Und was diesen dritten mit dem zweiten verbindet, ist, dass es sich hier jeweils um Live-ins handelt. Das bedeutet, dass die Menschen, die eben diese Pflege verrichten, entweder Kinder betreuen oder alte Menschen betreuen, im Haushalt mitleben. Das heißt, die haben keinen eigenen Bereich, die können da auch nicht rausgehen, sondern müssen sozusagen das Familienleben mit den Familien teilen, bei denen sie arbeiten. Diese 24 Stunden rund um die Uhr-Betreuung ist der Sektor, der am stärksten wächst. Und darum ging es auch in diesem Film, den Sie gerade gesehen haben. Der hat auch mal angefangen als ein selbstorganisiertes Rotationssystem von Migrantinnen, also wo zwei Migrantinnen sich abgewechselt haben, 6 bis 10 Wochen in einem Haushalt gearbeitet haben, sich dann in dem Haushalt, in dem Arbeitshaushalt ersetzen ließen und dafür nach Hause gefahren sind und ihre eigene Familie versorgt haben. Mittlerweile ist auch hat eine Form von Etablierung dieses Systems stattgefunden, dadurch, dass Agenturen das aufgegriffen haben. Und rechtlich ist das eben über diese binationalen Agenturen geregelt. Darüber ging auch der Film. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Dann gibt es die Handwerker, die Handymen, darüber arbeitet meine Kollegin Eva Palenga-Möllenbeck. Gehe ich nicht weiter darauf ein, aber wir können in der Diskussion eventuell noch darüber sprechen. Gut, alle anderen Arbeiten, da finden wir über 90% Frauen in diesem Bereich. Deshalb ist das auch ein ganz wichtiges Thema für meine Forschung jetzt als Geschlechterforscherin. Gut, ich habe gesagt, dass dieser Bereich der Pflege sozusagen der größte Sektor ist und auch der, der am stärksten wächst. Vielleicht kennen einige von Ihnen dieses Buch, Wohin mit Vater? Ein Sohn verzweifelt am Pflegesystem, geschrieben von einem Journalisten aus Süddeutschland, der anonym bleiben wollte. Teile dieses Buches sind in der Bild-Zeitung veröffentlicht worden als eine Reihe. Und was da passiert ist, dass dieser Journalist eben darüber erzählt, dass eines Tages die Mutter starb, der Vater ist pflegebedürftig, was machen wir?
Und in ein Heim bringen wollte er und seine Schwester diesen Vater auf keinen Fall. Was auch nochmal repräsentiert, also oder widerspiegelt halt eine ganz starke Ablehnung des Heimsystems in Deutschland. Das ist in anderen Ländern nicht so. Gut, warum wird dieser Sektor zum Wachstumssektor? Das können Sie hier dran sehen. Wir haben eben eine starke Veränderung der Alterslage in der Bevölkerung. Sie sehen auch hier, also der obere Teil ist immer der Teil, der in Heimen versorgt wird, und der untere Teil der Teil, der zu Hause versorgt wird. Aus allen Studien, allen Befragungen von älteren Menschen geht hervor, dass sie am liebsten zu Hause bleiben wollen, so lange wie möglich. Und dieses System eben ist ein spezifisch deutsches System, wo eben wirklich die Priorität gegeben wird, dass die Menschen zu Hause bleiben können, so lange wie möglich. Sogar in diesem Segment 60 bis 85 sehen Sie, dass der allergrößte Teil eben zu Hause bleibt. Dieses Zitat ist deshalb wichtig, das ist eine Kollegin, die zu dieser Pflegefrage arbeitet, Frau Backes, die schreibt über das deutsche Care-System. Das Care-System und Care umfasst eben alle diese Pflege-, Versorgungs-, Betreuungsarbeiten. Das deutsche Care-System entspricht weiterhin dem familialistischen Typus eines konservativ-korporatistischen Wohlfahrtsstaatsregimes, das die Hauptlast der Pflege- und Betreuungsarbeiten den meist weiblichen Familienmitgliedern aufbürdet und primär in Unterstützungsangebote für informelle Pflegearrangements investiert. Das heißt, der Staat möchte, dass die Menschen zu Hause bleiben, die Menschen möchten, dass sie zu Hause bleiben. Nur die Frage, was passiert denn, wenn solche Wünsche aufeinandertreffen, darüber wird eigentlich wenig diskutiert. Das ist die letzte Pflegestatistik, die wir aus Deutschland haben, wo Sie sehen können, dass hier auf dieser linken Seite sehen Sie, dass durch Angehörige selbst 1,25 Millionen Menschen gepflegt werden. Es gibt Pflegegeld vom Staat für Angehörige, die ihre Angehörigen pflegen. Und wir wissen, dass aus so einem Bereich eben zum Teil oder in diesem Bereich genau dieses sogenannte Outsourcing stattfindet, also dass das Geld sozusagen, was hier hineinkommt, dann auch weitergegeben wird an Migrantinnen. Gut, was wissen wir über die Frauen, die in der Pflege arbeiten? Zum einen wissen wir, dass es die Pflegearbeit, aber auch weltweit gesehen, global gesehen, sowohl die Pflegearbeit als auch die Kinderbetreuung zu einem globalen Arbeitsmarkt sich entwickelt haben, der zu dem, was wir die Feminisierung der Migration nennen, beiträgt oder sie eigentlich auch trägt. Mehrheitlich in Deutschland handelt es sich um Frauen zwischen 30 und 65 Jahren. Der Anteil der polnischen Rentnerinnen, also wir haben das vor allen Dingen, die Agnieszka Satola hat sich damit beschäftigt, dass wir in den letzten Jahren immer stärker sehen, dass also Frührentnerinnen aus Polen eben auch in diesem Bereich verstärkt zu finden sind. Was wir finden bei den Frauen ist, dass sie ein hohes Bildungskapital haben, dass sie also sehr gute, also Berufsabschlüsse, jahrelange Berufserfahrung, auch akademische Abschlüsse haben, die aber als solche natürlich in dieser Hausarbeit und Betreuungsarbeit, die sie leisten, nicht verwendet, zur Anwendung kommt. Die meisten Migrantinnen bevorzugen ein Rotationssystem oder wir nennen das auch zirkuläre Migration. Das ist genau das, was ich vorhin schon erläutert habe, das heißt, dass einige Wochen eben in dem Haushalt gearbeitet wird, gleichzeitig versucht wird, den Kontakt zu dem eigenen Haushalt im Herkunftsland zu halten. Das geht heute besser denn je. Wir haben heute eine Technologie, die das ermöglicht. Also Sie kennen vielleicht die Möglichkeit zu skypen, die wird eben oder auch über Telefonanrufe mit den zurückbleibenden Familienangehörigen in Kontakt zu bleiben.
Und was daraus auch entsteht, ist sowas wie transnationale Mutterschaft. Viele der Frauen haben Kinder, die sie zurücklassen und diese sozusagen aus der Ferne dann über diese technischen Geräte auch betreuen. Also wir haben zum Beispiel Mütter interviewt, die machen mit ihren Kindern Hausaufgaben täglich. Ja? Also, und das ist jetzt auch möglich über diese technischen Erneuerungen. Andererseits ist natürlich ersetzt das die Person im Haushalt vielleicht nicht immer adäquat. Was wir also sozusagen daraus ziehen als ein Fazit ist, dass aus den Herkunftsländern Fürsorgekapital abgezogen wird, dass dieses Kapital sozusagen in ein anderes Land geht, dass die Versorgungs- und Betreuungsleistungen, die von diesen Frauen in ihren Heimatländern zu erbringen sind, dann von anderen Personen übernommen werden. So entstehen globale Versorgungsketten und die amerikanische Kollegin Ali Hochschild hat dazu sehr wichtige Anstöße gegeben, mit diesem Begriff zu arbeiten und sich einfach auch anzuschauen, also wo wir sozusagen solche Ketten in Bewegung setzen. Zu den rechtlichen Regelungen will ich nur ganz kurz was sagen. Sie haben ja hier gerade gesehen, also der Herr, der da interviewt wurde, sagte, dass er 2.500 Euro bezahlt und die Frau, die interviewt wurde, die Pflegerin, bekommt davon 1.000 oder 800 bis 1.000 Euro. In Österreich gibt es ein anderes Modell, können wir gerne nachher vielleicht nochmal drüber reden. Das ist das Modell, wo die Frauen, die Migrantinnen eben als Selbstständige angemeldet sind. Was wir hier haben in Deutschland, eben das Modell, was am stärksten im Moment zieht, ist die Beschäftigung ohne Zustimmungspflicht, dass die nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz, dem europäischen, ermöglicht, dass sich sowas wie binationale Agenturen bilden, die vermitteln Arbeits- und Pflegekräfte. Und dieser Bericht von Monitor geht auch dem genau nach. Das war ProMedica Senior Care. Wir finden mehr als 100 Agenturen in Deutschland, die anbieten, aber wir finden interessanterweise auch die gleichen Agenturen in der Schweiz zum Beispiel oder in anderen europäischen Ländern und auch in den USA. Wir sehen, dass da dieser neue Markt von Agenturen entdeckt worden ist. Einige von diesen Agenturen sind an der Börse. Was Ihnen vielleicht eine Vorstellung davon gibt, wie viel Geld sozusagen in diesem Bereich umgeht. Ja, was entsteht dadurch an diesem Tatort Privathaushalt? Wir haben in unseren europäischen Wohlfahrtsstaaten eine Verteilung in Bezug auf Betreuungs- und Pflegetätigkeiten zwischen Staat, Familie und Markt. Und was wir sehen, ist einerseits, dass dieser Markt sich im Moment ständig vergrößert, dadurch, dass der Staat sich zurückzieht aus vielen Bereichen oder überhaupt erst gar nicht sich darin engagiert, wie das zum Beispiel in dem Pflegebereich der Fall ist. Interessanterweise engagiert er sich stärker denn je zuvor im Kinderbetreuungsbereich, aber auch dort kann man das immer noch nicht als ausreichend bezeichnen und vor allen Dingen Bezahlung der Kräfte, was wir ja auch gerade haben im Moment, den Streik der Erzieherinnen, der macht uns klar, also wie schlecht dort bezahlt wird. Was viele Familien sozusagen über den Markt finden jetzt, ist die Migrantin, die in der Familie als Betreuerin eingesetzt wird und dort auch bezahlt wird. Und somit müsste man hier eigentlich ein sehr dynamisches Zusammenspiel zwischen dem Markt und der Familie.
Gut, was wir, also die Akteure und Akteurinnen in diesem Feld der Care-Arbeit und der Markt, der sich dort ausbreitet. Zum einen gibt es, ist es klar, dass dieser Markt boomt und er boomt sozusagen auf der Seite des Imports, ja, also Migrantinnen zu importieren. Er boomt aber auch, und das ist wenig untersucht bislang, auf der Seite des Exports, also Immigration von alten Menschen in Pflegeheime nach Osteuropa oder Asien. Wir wissen darüber noch relativ wenig. Eine meiner Doktorandinnen hat sich angefangen, mit der ungarischen Situation zu beschäftigen. Dort gab es auf jeden Fall ein Heim, das hat sich mittlerweile aber auch wieder zu umorientiert. Das ist natürlich auch eine der Lösungen, die unter Marktbedingungen mit Sicherheit ausgebaut wird. Im Moment kann man nur sagen, dass es sicherlich für die betroffenen Menschen nicht immer die beste Lösung ist. Ja? Also gerade in ein Land oder in Länder zu exportiert werden, in dem man die Sprache auch nicht spricht, das bringt große Probleme mit sich. Wir sehen aber eine verstärkte Kommerzialisierung dieses gesamten Care-Sektors. Wenn wir uns die Zukunft sozusagen angucken, was passiert da jetzt eigentlich, dann ist ganz interessant, dass die Bundesregierung jetzt in den letzten Jahren neuere Zuwanderungspolitiken eröffnet hat, und zwar einmal Pflegekräfte, dann allerdings für Heime, also für deutsche Pflegeheime, anwirbt aus China, Vietnam und den Philippinen. Das machen sie sozusagen mit vorgebauten Sprachkursen in den Ländern, und die Frauen können sich dann bewerben, hierher zu kommen. Diejenigen von Ihnen, die ein bisschen älter sind, erinnert das vielleicht an die Anwerbepolitik von koreanischen Krankenschwestern in den 1960er Jahren, also der Gastarbeiterpolitik der sogenannten, die wir hier schon mal gehabt haben. Die deutschen Ökonomen, die eben auch Akteure in diesem Bereich sind, sind weiterhin sehr stark für die Deregulierung dieses Sektors als ein Instrument der nationalen Arbeitsmarktpolitik, um vor allen Dingen Arbeitsplätze zu schaffen für Langzeitarbeitslose und gerade im Niedriglohnsektor sozusagen umzuschichten. Das hat bislang noch nicht funktioniert, aber ich glaube, also soweit ich weiß, ist das eigentlich immer noch die Politik. Wir haben die Situation vieler informell arbeitender Migrantinnen in der Pflege oder im Au-pair-Sektor. Auch hier, was hier absolut fehlt, ist die Qualitätskontrolle. Deshalb ist das ja das Verrückte, deshalb habe ich vorhin dieses Bild gezeigt, den Tatort nicht betreten. Der Privathaushalt hat eine ganz spezifische, steht unter einem spezifischen Schutz, und er wird so schnell auch nicht betreten. Gleichzeitig sind Pflegeverbände und Gewerkschaften völlig nachvollziehbar auch sehr stark daran interessiert, dass diese gerade eingeführten professionalisierten Standards nicht unbedingt wieder aufgeweicht werden und eben ein neuer Niedriglohnsektor mit diesem Outsourcen eingeführt wird. Die Interessenvertretung bei den Wanderarbeiterinnen in der Haushaltsarbeit ist wirklich sehr vereinzelt. Also es gibt einige Städte, in denen sich Verdi sehr engagiert. Aber ansonsten sehen wir da, wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, eigentlich wenig Engagement der Gewerkschaften oder zu wenig, kann man vielleicht sagen. Wir sehen, dass sich christliche Kirchen sind oft die Orte, an denen sich Menschen, vor allen Dingen die als Live-Ins arbeiten, eben sonntags treffen und wo auch wirklich diese Menschen sich einfach austauschen können und sich Rat holen und so weiter. Das sind die Orte, ihre sozialen Orte. Nur die Kirchen werden eigentlich auch nicht besonders aktiv, um
um Ausbeutung anzuprangern. Mein Fazit ist erstens, dass Prekarisierung für Migranten und Migrantinnen kein neues Phänomen ist. Darauf werde ich nachher in dieser Abschlussdiskussion auch nochmal eingehen. Was fehlt bei uns ist die Skandalisierung dieses Bereichs. Hängt unter anderem damit zusammen, dass der Privathaushalt dem besonderen Schutz des Staates untersteht. Es gab im Jahre 2003 mal eine Initiative des damaligen Finanzministers Eichel, diese informelle Arbeit unter Strafe zu stellen. Das war ein Gesetzentwurf, der im Dezember 2003 lanciert wurde. Er war im März 2004 weg. Und man kann sich vorstellen, warum. Er wurde eben sehr kontrovers im Bundestag auch von allen Parteien diskutiert, beziehungsweise alle Parteien wollten eigentlich, dass er wegkommt. Die Öffnung Osteuropas nach 1989 ermöglicht den Zugriff auf Millionen von Arbeitskräften zu Schleuderpreisen, und Klaus Dörre, der ja leider hier nicht da sein würde, hat das als neue Kolonisation oder neue Landnahme bezeichnet. Ich denke, das, was wir vorfinden im Moment, ist eine neue Dienstbotengesellschaft, und zwar eine Dienstbotengesellschaft, bei der die Dienstboten eben am unteren Ende der Wertschöpfungskette stehen. Das ist mein Fazit. Deutschland ist ein komplizenhafter Staat, denn zum einen wird bei uns offiziell vor allen Dingen informelle Migration bekämpft. Und das, also man also der, die Politik, die Migrationspolitik der Bundesregierung ist so wie die von vielen anderen europäischen Ländern, westeuropäischen Ländern auch. Also man möchte hochqualifizierte Migration gerne haben. Dazu zählt man diese Migration nicht, obwohl sich unter, wie ich schon kurz angedeutet habe, unter den Migrantinnen eben auch sehr viele mit einem hohen Bildungskapital befinden. Und toleriert dann schweigend der Missbrauch, der betrieben wird. Nicht stören, ja, und am besten, man hätte hier auch noch diese drei Affen vielleicht noch bringen können, also die Augen zumachen, die Ohren zumachen und den Mund auch zumachen. Gut, herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Helma Lutz, für den Beitrag. Das hat uns ja jetzt einen Einblick gegeben in ein Tätigkeitsfeld, was, wie du sagst, der Staat da nicht so gerne hinschaut, aber mehr weiß, als er sagt. Und die Datenlage deshalb schlecht ist, weil die politische Aufmerksamkeit so gering ist. Sonst würde dort geforscht und publiziert werden. Das hängt ja immer miteinander zusammen. Der Bereich soll nicht transparent werden, weil er passt ins Spiel. Ja, also so wie es läuft, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, es läuft nicht gut, aber es funktioniert. Ja. Und solange es funktioniert, läuft das weiter, und es beruht ja auf zwei Problemen. Das eine ist die Versorgungslücke, vor allem gegenüber älteren Menschen hier in Deutschland, und das andere ist ja Kritik am Wohlfahrtsstaat, wie die Sozialleistungen oder wie dieser Wohlfahrtsstaat sich der Pflege älterer annimmt, wenn die nicht mehr von den Ehefrauen mit den Ehemännern oder in dem Generationentochter die Mutter und die Eltern pflegen, funktioniert, weil eben, was hatten wir ja auch gestern besprochen, die Lebensformen sich verändert haben, Frauen zunehmend berufstätig sind und so weiter und so fort, und die pflegenden Töchter also selber noch, oder die man als pflegende Töchter gedacht hat, selber noch im Beruf stehen. Wir haben uns das so überlegt, dass wir erstmal die beiden Beiträge uns anhören und dann gemeinsam diskutieren über beide. Und jetzt würde ich nur sagen, also wenn Verständnisfragen, direkte Fragen zu dem sehr interessanten Beitrag von Helma Lutz da sind, die könnten jetzt gestellt werden, und inhaltliche Diskussionen machen wir gemeinsam am Schluss. Ja, rechts. Sie haben Ihre eine Folie sehr kurz gezeigt, das scheint fast noch ein
Ist das ein deutscher Tarifvertrag oder hatten Sie was vom europäischen Arbeitnehmerentsendegesetz gesagt? Mhm. Wo ist das geregelt mit den 3 Jahren bis 38,5 Stunden? Das ist die zentrale Arbeitsvermittlung. Sorry, dass ich das nicht erklärt habe. Die zentrale Arbeitsvermittlung, die hat es auch schon gegeben, bevor die osteuropäischen Länder Mitglieder also der EU geworden sind. Und dann fing diese binational, also dieses Entsendegesetz hat dann gegriffen. Aber es gab sozusagen am Anfang der 2000er, insbesondere über diese ZAV, auch eine Anwerbung. Zentrale Vermittlung. Zentrale Arbeitsvermittlung heißt das, ja, genau. Die Frauen angeworben haben, aus Polen hauptsächlich, aber Ungarn, Tschechien und so weiter auch. Und da, klar, da gab es diesen Arbeitsvertrag, aber dieser Arbeitsvertrag wurde, also die Einhaltung des Arbeitsvertrages wurde nie kontrolliert. In dem Arbeitsvertrag stand in der Tat, dass die Arbeitszeit 38,5 Stunden beträgt. Aber es handelt sich um Leave-ins. Das heißt, die Kontrolle sozusagen dieser Arbeitszeit wurde den Angestellten dann eben selbst überlassen. Die gibt es schon noch, werden aber kaum noch wahrgenommen, weil die Agenturen eigentlich die stärkeren Akteure in diesem Feld jetzt sind. Und dann war da hinten noch eine Wortmeldung. Wie hat sich in den letzten Jahren, wie haben sich die Herkünfte verschoben? Also ich denke, es ist lange nicht mehr nur oder schwerpunktmäßig Polen, sondern ich höre auch von den baltischen Staaten, vielleicht auch Südosteuropa, woher kommen die Frauen oder auch die Männer, die solche Arbeiten übernehmen? Ja, da hat es Verschiebungen gegeben. Trotzdem ist Polen immer noch das Land, was am stärksten in diesem Sektor, also sowohl Männer als auch Frauen zu finden sind. Rumänien ist mittlerweile sehr stark, Bulgarien. Und nach der neueren Wirtschaftskrise jetzt auch Ungarn hat sich verstärkt, die baltischen Länder auch. Vielleicht für alle diese Länder kann man sagen, dass Deutschland immer nicht unbedingt ihr erstes Migrationsziel ist, sondern dass hauptsächlich England ist. In England gibt es bessere Bedingungen, sich vor der Dequalifizierung zu schützen. Krankenschwestern zum Beispiel können eine einjährige Zusatzausbildung machen und dann eben als Krankenschwestern auch in Krankenhäusern arbeiten. Was für uns, das heißt also in Deutschland, wir finden eine Erweiterung vor allem des Spektrums und das folgt ein bisschen der EU-Erweiterung auch. Wir finden allerdings auch eine ganz starke Beteiligung mittlerweile von Ukrainerinnen, die ja eben nicht in der EU sind. Ukrainerinnen arbeiten aber auch in Polen ebenfalls in diesem Sektor. Also wir haben in den Herkunftsländern auch neue Mittelschichten, die dort entstehen, die eben genau auf diese Arbeitenden auch zurückführen. Also Polen ist sowohl ein Empfängerland als auch ein Entsendeland, ja, für Ukrainerinnen und Weißrussinnen zum Beispiel. Ja. Okay, sind sonst noch Verständnisfragen? Ja, hier vorne. Hier, Margret, neben Mechthild Jansen. Meine Frage wäre, Sie haben ja gesagt, dass jetzt für die Zukunft eine Zuwanderungspolitik angedacht wird, wo man halt aus Asien, aus Philippinen oder sowas Frauen bringt. Meine Frage ist, es gibt ja heutzutage genug Flüchtlinge jetzt in Deutschland. Die meisten kommen auch aus einer Gesellschaft, wo Pflegerinnen schon immer gewesen sind oder Haushaltshelferinnen. Und ich komme selber aus Eritrea und ich kenne das aus Eritrea und Äthiopien, gab es schon seit Generationen Haushaltshelferinnen, die durch Verträge nach Saudi-Arabien gekommen sind, überall hin auf der Welt. Jetzt ist meine Frage, warum kann man dann nicht die Leute, die schon hier sind und Arbeit suchen, verwenden oder weiterbilden, und um sie halt in solchen Positionen einzusetzen, anstatt woanders eine Ausbildung durchzuführen und sie hierher zu bringen. Ja.
Vielleicht noch zu dieser Anwerbung. Also Frau von der Leyen war, glaube ich, noch Familienministerin. Also die hat ganz strahlend dieses Anwerbeprogramm präsentiert. Die werden für Pflegeheime angeworben, nicht für den Privathaushalt. Ja, sondern in dem Privathaushalt sind eben hauptsächlich die Agenturen. Manchmal geht das auch über private Netzwerke, wie da vermittelt wird. Und klar kann man jetzt sagen, also ich glaube, aber einen Teil der Antwort wissen Sie auch, also Flüchtlinge dürfen bei uns bislang noch nicht arbeiten, da wird ja im Moment an einem neuen Gesetzentwurf gearbeitet, um das zu ermöglichen. Gleichzeitig aber würde ich mich auch sehr stark dagegen wehren, dass die Arbeitsvermittlung genau immer in dem Bereich vermittelt, wo diese Niedriglöhne zu finden sind, während die Leute, die kommen, und auch unter diesen Frauen, ja, also wir haben auch Soziologinnen interviewt, die sowas machen, ja, also die sozusagen Kolleginnen von mir waren, und da sieht man eine ganz starke Dequalifizierung, und dieses wäre jetzt nicht unbedingt das Modell, was ich mir vorstellen würde für den Umgang mit Flüchtlingen. Aber wir haben dieses Riesenproblem, also dass die Abschlüsse nicht anerkannt werden oder dass sie eben nur sehr schwierig anerkannt werden. Und von daher, ich denke, also insgesamt muss einfach bei uns nochmal, so das wäre vielleicht für die Abschlussdiskussion, meine Idee ist wirklich, wir müssen eine Debatte darüber haben, also dass wir, dass hier wirklich was ganz Grundlegendes schiefläuft, ja, in der Art und Weise, wie also die Arbeit zu Hause und die Arbeit außerhalb des Hauses in der Erwerbsarbeit bewertet wird und auch wie sie verteilt ist. Und deshalb würde ich denken, eine progressive Flüchtlingspolitik muss natürlich ganz schnell versuchen, Leute in den Arbeitsmarkt einzugliedern, aber vielleicht doch auf ihrem Qualifikationsniveau. Okay, dann kommen wir zum zweiten Feld, ein anderes Beschäftigungsfeld, was Kirsten Huckenbeck uns vorstellen wird. Moderne Formen der Sklaverei, ausschließlich ein Problem migrantischer Arbeitsverhältnisse, Fragezeichen. Und damit bringt sie die Klammer zwischen, auch was immer wieder Thema dieser unserer Veranstaltung ist, die Klammer zwischen Prekariat oder prekäre Beschäftigung, prekäre Lebensformen. Das geschieht nicht am Rande der Gesellschaft, sondern hat Einfluss auf das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben. Ich möchte Kirsten Huckenbeck kurz vorstellen. Sie ist Redakteurin und Lektorin. Sie ist Lehrbeauftragte an der Fachhochschule in Frankfurt im Fachbereich Sozialwesen und seit langem Redakteurin bei der Zeitschrift Express, Zeitschrift für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit. Das klingt vielleicht für uns so ein bisschen heute von gestern, aber zum Glück gibt es das noch. Das ist das dienstälteste Zeitschriftenprojekt im linken Spektrum, also alle Achtung. Die ist entstanden, aber ich weiß nicht, ob Sie was dazu sagen wollen, aus dem sozialistischen Büro. Das gilt jetzt hauptsächlich für Ältere, die das noch im Gedächtnis haben, und ist auch verbunden mit dem Namen Oskar Negt. Darüber hinaus ist Kirsten Huckenbeck, arbeitet bei der Organisation MIGRA, Netzwerk Migration und Arbeit. MIGRA ist eine gewerkschaftliche Beratungsstelle in Frankfurt, welche kostenlose Beratung für Migranten und Migrantinnen in prekären Arbeitsverhältnissen anbietet, und zwar in vielen Sprachen. Es ist ein Kooperationsprojekt der Redaktion des Express, der Gewerkschaft Verdi und dem Verein Demokratische Ärztinnen und Ärzte sowie dem Verein Kein Mensch ist illegal aus Hanau. Also das zeigt schon mal dieses breite Spektrum und die zivilgesellschaftliche Basis in diesen Unterstützungsnetzwerken. MIGRA besteht seit 2010 und wird von einem breiten Bündnis zivilgesellschaftlicher Akteure unterstützt, von Gewerkschaften, Kirchen, antirassistischen Initiativen. Mitglieder der Express-Redaktion wie Kirsten Huckenbeck arbeiten direkt in dieser Beratungsstelle. Okay, du hast das Wort. Ja, manchmal ist man top aktuell, wenn man
sich als Schildkröte durch die Welt bewegt, zum Beispiel für eine Zeitschrift wie den Express arbeitet, der seit seinen Anfängen eher das von den Gewerkschaften offiziell wenig beachtete Klientel der abhängig Beschäftigten repräsentiert hat und zu Wort kommen gelassen hat. Und insofern tragen wir, glaube ich, nicht so ganz zu Unrecht eine Schildkröte in unserem Wappen, die viele der Punkte, über die wir hier reden können, die also lange Zeit in den letzten 20 Jahren, würde ich mal sagen, eher als nicht mehr aktuell gegolten haben, antiquiert, veraltete Gesellschaftsanalyse, Kapitalismuskritik, sind ja auf wundersame Weise wiedergekehrt. So, und damit eine kleine Ergänzung. Auch von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank für die Einladung zu einem kleinen Bericht über den Tatort migrantische Arbeitsverhältnisse. Und ich verknüpfe das mit meiner These, dass ich ganz gerne zeigen würde, dass es sich hier keineswegs nur um einen Tatort migrantischer Arbeitsverhältnisse handelt, sondern man eigentlich allgemeiner von dem Tatort Arbeitsplatz reden müsste. Und zwar gerade heute in dieser Form von Wirtschaftssystem und Gesellschaft, in der wir leben. Ich werde ganz kurz was sagen zu Migra, versuchen vorzustellen, wie die Initiative entstanden ist, warum sie gegründet worden ist, wie sie arbeitet, und würde dann ein bisschen was beschreiben über die Hauptprobleme unseres Klientels, in Anführungszeichen, also zur Frage der Verbindung von prekärer Beschäftigung und Aufenthaltsstatus was sagen. Würde beschreiben, welche Hauptvarianten von Arbeitsmigration wir vorfinden und das mit der These verbinden, dass das auch den Hauptformen von Prekarisierung entspricht. Würde dann was zu den Ursachen von Prekarisierung aus meiner Sicht sagen, also kurz Stichwort Welthandel, Freiheit und Gleichheit, und dann abschließend versuchen zu erklären, warum ich dieses große Wort Sklaverei in den Mund genommen habe als Titel für den Beitrag hier. Zu Migra selbst. Migra Frankfurt hat sich gegründet 2010, allerdings waren wir keineswegs die Erfinderin des Rats. Mechtelt hatte ja schon gesagt, Migra, diese etwas sperrige Abkürzung, steht für Migration und Arbeit. Genau heißt der Titel unserer Anlaufstelle, gewerkschaftliche Anlaufstelle für prekär beschäftigte Migrantinnen mit und ohne Papiere. Das ist deswegen so sperrig, dieser Titel, weil die Wirklichkeit so sperrig ist, die wir versuchen, auf die wir reagieren und mit der wir versuchen umzugehen. Also gegründet 2010. Die Vorgeschichte ist eine sehr lange, nämlich Diskussionen in der Redaktion, in Flüchtlingsinitiativen in Frankfurt mit Kein Mensch ist illegal etc. pp. Über die Notwendigkeit, sich eines Arbeitsfelds, eines, wenn man so will, Missing Links anzunehmen, nämlich dem, was genau zwischen der Arbeit, der Regelbeschäftigung, den Regelproblemen der Gewerkschaften und den Regelproblemen der antifaschistisch respektive antirassistischen Arbeit liegt. Und das ist eben genau, entsprach unserer Diagnose, dass es in diesem Bereich extreme Probleme gibt, also in der Verbindung zwischen Aufenthaltsstatus und Arbeitsverhältnis, und dass es dafür nichts gibt im Frankfurter Raum. Zu der Vorgeschichte gehört auch, dass es in anderen Ländern, also beispielsweise in den USA, schon seit deutlich längerer Zeit Anlaufstellen teils durch die Gewerkschaften initiiert, teils ohne die Gewerkschaften entstanden, gibt von Migrantinnen, die sich eben selbst organisiert haben in ihren Arbeitsverhältnissen. Das war so ein bisschen unser Vorbild. Hängt in den USA unter anderem damit zusammen, dass die Gewerkschaften da noch mal deutlich weniger Rechte haben als in den meisten Ländern Europas, insbesondere in den kerneuropäischen Ländern, dass gewerkschaftliche Interessenvertretungen dort extrem beschnitten sind und insofern gar keine andere Wahl blieb, als sich selbst zu organisieren. Insofern könnte man sagen, war das Fehlen einer Interessenvertretung der Auslöser dafür, dass dort eigenständige Interessenvertretungsorganisationen entstanden sind. Der Hintergrund unserer Überlegungen war allerdings auch, dass wir einen doppelten blinden Fleck konstatiert haben. Und zwar einerseits ein
ja, ein blinder Fleck der Gewerkschaften gegenüber einerseits prekären Beschäftigungsverhältnissen und gegenüber andererseits Migrantinnen respektive migrantischen Arbeitsverhältnissen, sodass Autorinnen, Industriesoziologinnen in den USA zu dem Fazit gekommen sind, es sei für Beschäftigte im Niedriglohn wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden, als von einer Gewerkschaft organisiert zu werden. Das ist aus einem sehr schönen Buch über die Workers Centers in den USA. Und das kann man jetzt auf verschiedene Weise versuchen zu erklären. Ich will das nur kurz andeuten. Man sollte sich, glaube ich, hüten, den Gewerkschaften oder hier in das relativ beliebte Gewerkschaftsbashing zu verfallen, weil das Problem nicht nur mit dem, was ich gleich noch ausführlicher schildern werde, zu tun hat, nämlich dem Problem des Protektionismus, sondern es hat natürlich auch was mit den veränderten Arbeitsverhältnissen selbst zu tun. Also mit dem Umstand, dass die klassische Organisationsbasis der Gewerkschaften schwindet. Nur ganz kurz angedeutet hier, wir haben einen Netto-Organisationsgrad von 12% in Deutschland im Moment. Netto-Organisationsgrad meint ohne die Rentnerinnen, die zum Demonstrieren auf die Straße geschickt werden, und ohne die Erwerbslosen. Das ist der zweitniedrigste in Europa. Und Veränderung der Arbeitsverhältnisse meint vor diesem Hintergrund die klassischen Hochburgen gewerkschaftlicher Organisierungen wie etwa Daimler-Sindelfingen mit 40.000 Beschäftigten, Daimler-Mannheim, die großen Werke mit den geballten Belegschaften. Das ist alles im Schwinden begriffen und damit sind Konsequenzen verbunden für die gewerkschaftliche Interessenvertretung. Also es ist neben der Frage der politischen Ursachen immer auch eine Frage, wie sich die Arbeitsverhältnisse selbst verändern. Darüber haben Sie gestern Abend, heute Morgen ja schon ein bisschen geredet. Ne? Der letzte Punkt, der uns zu der Überlegung gebracht hat, es braucht so etwas wie Migra, war, dass wir denken, Migrantinnen sind, wenn man so will, die Versuchskaninchen, in Anführungszeichen. Und migrantische Arbeitsverhältnisse sind die Testfelder für das, was auf die inländischen Belegschaften und Arbeitsverhältnisse zukommt. Und das ist ein zentraler Grund für uns gewesen, zu sagen, es braucht hier ein Angebot. Normalerweise müssten die Gewerkschaften von selbst ein Interesse an der Begrenzung von Konkurrenz haben. Das ist eine ihrer zentralen Aufgaben. Deswegen sind sie gegründet worden. Deswegen gibt es sie überhaupt. Ne? Die große Frage ist natürlich, warum tun sie das nicht? Tun es manchmal. Und das hängt zusammen mit unserer eigenen Gründungsgeschichte. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben das Rad nicht neu erfunden. Die erste Anlaufstelle von Migra ist 2006 in Hamburg gegründet worden, aufgrund eines Falls, der mit Ihrem Bericht zusammenhängt, der sogenannte Fall Anna S., eine Beschäftigte, die auf Au-pair-Basis gekommen ist, dann weitere 3 Jahre in einem reichen Hamburger Räderhaushalt gearbeitet hat und dort mehr oder weniger rund um die Uhr alles gemacht hat, was zu machen war, von Kinderbetreuung bis Bügeln und Aufräumen, Putzen etc. pp. Und die da nicht rausgekommen ist, weil ihr Pass einbehalten worden ist, sodass sie sich selbst, wenn man so will, ja, sie ist illegalisiert worden und sie hat sich selbst in einer illegalen Situation bezogen auf ihren Aufenthalt befunden. Der Fall Anna S. deswegen, weil diese Frau auf einem Spielplatz jemanden aus einer kirchlichen Organisation kennengelernt hat, die wiederum ganz gut vernetzt war mit Leuten aus dem Fachbereich besondere Dienstleistungen. Das ist in Verdi der Fachbereich, der so eine Art Sammelbecken ist für alles, was sonst nicht unterkommt, von den Friseurinnen über die Sicherheitskräfte und allen anderen Varianten von prekärer Beschäftigung. Da gab es gute Beziehungen und daraufhin ist es gelungen, tatsächlich 30.000 Euro für sie zu erstreiten. Sie lebt heute in Hamburg und das war die Initialzündung für die Gründung von Migra in Hamburg. Mittlerweile gibt es 6 Anlaufstellen bundesweit, alle ehrenamtlich finanzierend, also das heißt nicht finanzierend. Und es gibt parallel zu Migra noch ein Netzwerk, das nennt sich Faire Mobilität, ist hervorgegangen aus dem Europäischen Wanderarbeiterinnenverein, der an die IGBAU, also Bauen, Agrar, Umwelt, angedockt war. Und der eine
wenn ich das mal so sagen darf, revolutionäre Idee versucht hat zu realisieren, nämlich die Idee, dass wenn wir einen Weltmarkt haben, dann müsste es auch sowas wie eine Weltmitgliedschaft geben in Gewerkschaften. Also dieses Mismatch zwischen einem globalen Markt, globaler Bewegungsfreiheit des Kapitals und nationalstaatlich verfassten Arbeitsmärkten und Sozialpolitiken, das zu schließen durch einen Weltgewerkschaftsverbund aller Lohnabhängigen, das war die große Idee. Das hat nicht ganz geklappt, die hatten nur eine Stelle für ganz Deutschland und insofern ist das Modell verändert worden und wir haben mittlerweile eben 6 Anlaufstellen faire Mobilität in Deutschland. Das Land Hessen hat nach einigen Skandalen auf hessischen Landesbaustellen jetzt eine weitere Stelle bei den Frankfurterinnen finanziert. Also wir arbeiten Hand in Hand mit der Frankfurter Anlaufstelle Faire Mobilität. Da sind es jetzt 3, die für das gesamte Rhein-Main-Gebiet zuständig sind, spezifisch für den Baubereich und für die Sprachkompetenzen Polnisch und Rumänisch. Diese Sprachkompetenzen werden aber bundesweit angefragt. Das heißt, streng genommen müssen die beiden Kolleginnen, die Polnisch und Rumänisch sprechen, alle Fälle, die bundesweit mit Kolleginnen aus Rumänien und Polen zu tun haben, betreuen. Man sieht in etwa die Grenzen dieses Projekts. Ja? Und damit zu meinem nächsten Punkt, nämlich wie kann das denn funktionieren? Was machen wir überhaupt? Und warum sollten Gewerkschaften versuchen, hier mehr Beine auf den Boden zu kriegen? Dass das extrem schwer ist, solche Arbeit überhaupt durchzusetzen, kann man daran sehen, wie lange in der IGBAU dagegen gekämpft worden ist, diese Anlaufstellen überhaupt zu schaffen. Unter anderem mit Blick auf die Rassismen in der eigenen Klientel, die vor allen Dingen mit dem Problem der Standortkonkurrenz zu tun haben, also der Sorge, dass eigene Arbeitsplätze bedroht werden könnten über eine Öffnung der Grenzen etc. pp. Und dass das nicht unbedingt nur eine Fortschrittsgeschichte ist, würde ich gerne mit einem kleinen Zitat belegen. Ich lese das mal kurz vor. So verlockend es auch klingen mag, dass die nationale Arbeit durch Fernhaltung bzw. Einschränkung dieser Konkurrenz geschützt werden müsste, wir können uns nicht damit einverstanden erklären, dass man durch staatliche Gesetze gerade den Ärmsten der Proletarier die Möglichkeit nehmen will, dem Elend und der Bedrückung zu entfliehen und die Segnungen der Freiheit und Zivilisation kennenzulernen. Diese Ärmsten folgen, wie jeder Proletarier, dem naturgemäßen Drang nach Verbesserung ihrer Lage. Und es ist nicht ihre Schuld, dass sie den an höhere Lebenshaltung gewöhnten Arbeitern der Länder, wohin sie gehen, eine empfindliche Konkurrenz bereiten. Wenn das so häufig gebrauchte Wort von der Solidarität der Arbeiter aller Länder keine Phrase sein soll, so muss sie sich auch bewähren, jenen Elementen gegenüber, die ohne eigene Schuld auf des Elends tiefster Stufe stehen. Jemand eine Einschätzung, von wann das ist? Naja, die Wortwahl lässt darauf schließen, es ist jetzt nicht unbedingt der Jargon der Gegenwart. 1895, genau. Also, das ist aus dem Grundstein, das war die Zeitung der Bauarbeiter in Deutschland. Und dass die damals das gleiche Problem hatten wie ihre Kolleginnen 2004 und 2007, als es um die Frage der Osterweiterung, also der Öffnung des EU-Binnenmarktes ging, bedeutet nicht, dass die politische Haltung die gleiche gewesen wäre. Wir wissen, also oder Sie wissen vielleicht, dass Verdi und IGBAU zu den Gewerkschaften gezählt haben, die gegen die vollständige Öffnung des Marktes für Arbeitnehmerinnen votiert haben und für Übergangsfristen bei dem Zutritt zum Binnenmarkt votiert hatten. Ja, also keine Arbeitnehmerfreizügigkeit für Leute aus diesen Ländern. Das hat ein Riesenproblem auf dem deutschen Arbeitsmarkt bewirkt und ist eine der zentralen Ursachen dafür, warum Gewerkschaften relativ spät erst angefangen haben, über die Frage der Organisierung von Migrantinnen nachzudenken und warum es solche Anlaufstellen relativ schwer hatten. Ja. Gut. Lokaler Hintergrund von Migra. Es gibt einen Trend im Rhein-Main-Gebiet, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, aber auch ansonsten, nämlich zum Beschäftigungsabbau in der Industrie und zum Beschäftigungsaufbau im Dienstleistungsbereich. Das hat einfach folgenden Hintergrund, dass alles das, was nicht
ausgelagert werden kann, was nicht, wo die Standorte nicht verlagert werden können, wo Produktion nicht ins Ausland verlagert werden kann, sondern wo es um standortgebundene Produktionen geht. Und das ist klassischerweise der Dienstleistungsbereich, den Lohndruck natürlich in gleicher Weise spürt, der auch zum Outsourcing und zur Fremdverlagerung führt, allerdings den Lohndruck dann entsprechend auf die Verhältnisse hier im Inland weitergibt. Die letzten IHK-Berichte sagen, dass die Wertschöpfung im Dienstleistungsbereich im Rhein-Main-Gebiet dreimal so hoch ist wie im produzierenden Gewerbe. Meine These dazu ist, ohne Migrantinnen würde die Frankfurter Infrastruktur zusammenbrechen. Wesentliche Teile dieser Dienstleistungstätigkeiten werden von Migrantinnen wahrgenommen und wenn die sichtbar würden, dann, also das heißt, wenn sie auch nur einen Tag in Ausstand treten würden, dann würde hier in der Schatten nichts mehr funktionieren. Der andere Aspekt, mit dem wir, der zu unserem lokalen Hintergrund gehört, wir haben in Frankfurt geschätzte 50.000 Undokumentierte, also Leute ohne Aufenthaltsstatus. Das geht aus einer Studie der Diakonie von 2006 hervor. Mittlerweile dürfte die Zahl deutlich höher sein. Konkret bei der Beratung in Migra schlägt sich das so nieder, dass beispielsweise Leute aus Kolumbien über Spanien hierher kommen. Wenn die sich wehren gegen ihre Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen, werden sie zurückgeschoben nach Spanien, von dort nach Kolumbien, sofern sie noch nicht mindestens 5 Jahre in der EU sind. Das ist die eine Variante der Undokumentiertheit. Die andere, hatten wir kurz eben darüber gesprochen, es ist für Asylbewerberinnen und Flüchtlinge nach wie vor äußerst schwierig hier zu arbeiten. Also das Arbeitsverbot gilt für 9, künftig 3 Monate. Ja, und in der Zeit müssen sie irgendwie versuchen, von den verfassungsrechtlich so charakterisierten menschenunwürdigen Sätzen zu leben. Ja, das ist nicht möglich. Also passiert das, was man erwarten kann. Die Leute gehen trotzdem arbeiten und werden dadurch in Anführungszeichen illegal. Wenn wir bei dem Wort illegal sind, wir reden bei Migra lieber von irregulärer Beschäftigung und nicht von illegaler Beschäftigung oder gar von illegalen. Trotzdem ganz kurz ein Wort dazu. Naturgemäß kann man schwer schätzen, wie viele sogenannte Illegale es hier gibt. Also für die Bundesrepublik liegen die Schätzungen bei 100.000 bis 400.000. Für den EU-Raum für ca. 1,9 bis 3,8 Millionen illegal Aufhältige. Das Problem, das oft in der Presse entsteht, ist, dass die größten Probleme, die wir haben und die unsere Klientinnen haben, nicht der illegale Aufenthalt sind, sondern die illegale Beschäftigung. Das hat auch eine Studie gezeigt, die jetzt letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen ist, nämlich Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung von dem Norbert Cyrus. 3/4 aller Fälle von extremer Arbeitsausbeutung betrafen legal hier Aufhältige. Das macht vielleicht ein bisschen die Dimensionen klar und das relativiert auch die Rede von Schleppern, Schleusern etc. und alle anderen Varianten von Kriminalisierung. Es ist der Verstoß gegen Arbeitsrecht und nicht das Problem des Aufenthaltstitels. Die Basis von Migra und aller anderen Anlaufstellen ist dementsprechend auch etwas, was sich auf das bürgerliche Gesetzbuch stützt. Also wir sind hier ganz, ganz bürgerlich, ganz liberal. Im BGB Paragraph 611 steht, jede Leistung, die erbracht wird, muss auch bezahlt werden. Und zwar völlig unabhängig davon, ob ein Vertrag vorliegt, ob der Vertrag freiwillig zustande gekommen ist oder nicht freiwillig zustande gekommen ist, ob er dokumentiert ist oder nicht dokumentiert ist. Also in dem Moment, wo der Arbeitgeber eine Arbeitsleistung annimmt, hat der Beschäftigte ein Recht auf Bezahlung. Und genau das versuchen wir unseren Klientinnen, zu unterstützen. Man kann sich da auf verschiedene weitere Sachen stützen, sittenwidrige Löhne etc. pp. Und natürlich letztlich auf das Prinzip der gewerkschaftlichen Konkurrenzeindämmung, was es notwendig macht, gegen die systematische Unterlaufung von Standards vorzugehen. Also der Ansatz, du hast Rechte auch ohne Papiere, ist die Basis der Anlaufstellenarbeit. Und ich würde jetzt kurz was dazu sagen, warum jenseits des Problems
dass die Leute unter Umständen keinen Aufenthaltstitel haben, wir uns aber hauptsächlich mit Formen der Prekarisierung beschäftigen, die ganz unabhängig davon sind, nämlich mit der Saisonarbeit, also die Erdbeerpflücker, die Spargelpflücker, deren Produkte wir im Moment kaufen können und genießen. Eigenartigerweise findet man Saisonarbeit mittlerweile aber nicht mehr nur klassisch in den Bereichen, wo Sie sie wahrscheinlich alle vermuten würden, nämlich in der Gastronomie, ja, oder in der Landwirtschaft, sondern vor allen Dingen auch in der Fleischindustrie. Ja. Das ist ein sehr spannendes Phänomen, so viel zum Tatort, wie es sein kann, dass eine dauerhafte Beschäftigung und Fleisch zerlegen macht man außer bei Wild das ganze Jahr, vor allen Dingen in Deutschland. Deutschland ist der weltweit größte Fleischexporteur, ja, mit Löhnen, die verschiedentlich Kritik der EU-Kommission nach sich gezogen haben. Deutschland hat einen blauen Brief gekriegt wegen Lohndumpings in der Fleischindustrie. Also das ist kein Saisongeschäft, das müsste mal jemand zeigen, wieso das als Saisonarbeit läuft. Wir haben es in der Haushaltshilfe, in der Pflege, Frau Lutz hatte darauf hingewiesen, mit den Formen von Prekarisierung, die da geschaffen worden sind. Nur ganz kurz als Nachtrag, ich habe die Zahlen für 2012 mal rausgesucht. Wir haben offiziell angeworbene Alten- und Krankenpflegerinnen in Deutschland die Zahl von 141. Ja, also das ist der im Migrationsbericht. Nein, nein, ohne die drei Nuller. Und die geschätzten Zahlen liegen bei 300.000. Ja, ja. Also da kann man ungefähr ermessen, wie hoch die Dunkelziffer ist. Ja? Und das sind jetzt in der Regel keine Leute, die einen illegalen Aufenthaltsstatus haben, sondern das sind Leute aus in der Regel EU-Ländern, die hier ganz legal aufhältig sein können. Ne? So, dann haben wir, und das wäre jetzt mein Lieblingsthema, wir haben prekäre migrantische Beschäftigung in folgenden Bereichen. In Minijobs, in der Leiharbeit, in den Werkverträgen. Und das will ich kurz erläutern. Minijobs ist im Moment der Top-Schlager, wenn es um Reinigungsarbeit geht. Kein Bankenturm hier, keine Versicherung, die ohne Reinigungskräfte, externe Reinigungskräfte auskommt. Selbst die Gewerkschaften haben ihren Reinigungsdienst outgesourced. Aus Kostengründen natürlich. Und das Problem bei den Minijobs ist, das ist ja ein staatlich geschaffenes Instrument. Wird nur pauschal versteuert. Nominell sind die Leute wenigstens in Anführungszeichen sozialversichert. Wie umgeht man das am besten? Indem man die Stunden nicht aufschreibt. Ja? Und es ist auch vom Gesetzgeber gewollt, dass da keine Stundenbegrenzung nach oben drin steckt. Wir haben über den Mindestlohn mittlerweile wenigstens einen kleinen Hebel, um das kontrollieren zu können. Und daher resultiert der immense Widerstand der Arbeitgeber gegen die Dokumentationspflicht der Arbeitsstunden. Selbst wenn wir die Arbeitsstunden hätten, einen Zwang zur Dokumentation, selbst dann gibt es Umgehungsmöglichkeiten und das macht es so spannend. Der neueste Schlager da ist, die Leute kriegen Zimmervorgaben statt Stunden. Ne? Diese Zimmervorgaben sind nicht zu schaffen im Regelfall, im Rahmen der vertraglich festgehaltenen Zeiten. Das heißt, sie machen das auf eigene Kappe fertig. Das ist eine indirekte Form von Leistungsverdichtung. Ne? Stichwort Leiharbeit. Leiharbeit ist eigentlich ganz kuschelig geworden, kann man sagen. Seit wir einen Mindestlohn in der Leiharbeit haben, der auf Druck der Arbeitgeber und der Arbeitnehmervertreter zustande gekommen ist, weil die Zeitarbeitsunternehmen befürchtet haben, wenn der Binnenmarkt vollständig geöffnet wird für die Leiharbeit als Entsendebereich, dann kommen hier Firmen aus dem Ausland erbringen grenzüberschreitend Leiharbeit zu noch günstigeren Konditionen, als das die hier ansässigen Leiharbeitsfirmen tun können. Ja. Das galt zu verhindern. Deswegen ist die Leiharbeit ins Entsendegesetz aufgenommen worden. Und deswegen haben wir da jetzt einen Mindestlohn. Seit wir den haben, ist der neueste Clou, mit dem eigentlich alle unsere Klientinnen kommen in die Beratung, die Arbeit auf Werkvertragsbasis. Ja. Die gibt es in zwei Varianten. In der einen Variante als reguläre Werkverträge, das läuft über die ZAV, die Zentrale Arbeitsvermittlung. Die Vermittlungsquoten werden mit Ländern geschlossen, die nicht die volle Freizügigkeit haben, also im Moment mit Kroatien. Die offiziellen Zahlen sind total rückläufig für offizielle Werkverträge. Ja, also ein ausländisches Unternehmen kommt mit eigenen Beschäftigten, arbeitet hier.
Dieser ganze Bereich ist rückläufig. Was absolut zunimmt, ist der Bereich der Werkvertragsbeschäftigung, den wir als Scheinselbstständigkeit bezeichnen. Die Polizei hat hier für das Jahr 2012 eine Schätzung für das Rhein-Main-Gebiet abgegeben, wonach etwa 12.000 Scheinselbstständige auf Frankfurter Baustellen, in Frankfurter Privathaushalten, in der Gastronomie, in der Landwirtschaft, überall arbeiten. Und das Problem mit diesen Scheinselbstständigen ist, das ist für die Arbeitgeber natürlich total günstig. Die sparen alle Sozialversicherungsbeiträge, sie sparen Steuern. Die abhängig Beschäftigten tragen das volle unternehmerische Risiko selbst. Sie sind, wenn man so will, zurückgeworfen auf sich selbst. Sie entsprechen ihrem Begriff, nämlich einer wahren Arbeitskraft. Und sie haben alles das nicht, was regulär Beschäftigte haben, Kündigungsschutz etc. pp. Alles das, was in den letzten 120 Jahren irgendwie an sozialrechtlichen Fortschritten erkämpft worden ist. Das hat extrem zugenommen und das macht die Beratungssituation und die Interessenorganisation für diese Leute extrem schwierig. Auch wenn unser Anspruch ist, mehr als Feuerwehrarbeit zu machen, ist der Grad an Vereinzelung in diesem Bereich sehr hoch, weil die Leute tatsächlich in dem Moment, wo sie sich wehren, ja nicht auf den Kündigungsschutz zurückgreifen können. Sie verlieren den Job und zwar unter Umständen von heute auf morgen. Ne? Und diese Situation, mit der muss man umgehen, dafür muss man versuchen, Formen der Unterstützung und der Organisation zu entwickeln, die diese extreme Abhängigkeit unterlaufen. Und ich denke, das ist eine Situation, die auch gar nicht so weit weg ist von den Formen von Prekarisierung, die wir im Bereich der akademischen Arbeit kennen, befristete Verträge, selbstständige Verträge, Honorararbeit, also Honorarverträge und so weiter und so fort. Ich würde jetzt vielleicht ganz kurz was sagen über die Frage, warum ich das für tendenziell sklavereiähnliche Verhältnisse halten würde. Also wir haben auf der einen Seite ja das große Versprechen der Abschaffung nationalstaatlicher Grenzen, seit Ricardo das Versprechen, dass der Markt als Zivilisator ein großer Gleichmacher fungiert, also Wohlstand für alle durch die Abschaffung von Handelshemmnissen. Die bisherigen Erweiterungsprozesse in der EU bestätigen die Beseitigung, die Hoffnung auf Beseitigung sozialer Ungleichheiten nicht. Im Gegenteil, wir haben extreme Einkommens- und stärkere Einkommensdiskrepanzen zwischen etwa Rumänien und Deutschland als zu Beginn der Öffnungsprozesse. Nichtsdestotrotz ist das große Versprechen natürlich, dass mit der Öffnung der Märkte auch sowas wie Freiheit und Gleichheit in sozialer Hinsicht verbunden sind. Da würde ich sagen, ja. In Bezug auf die Freiheit ist das vollkommen richtig. Diese Freiheit hat zugenommen, allerdings in einer Variante, die etwas damit zu tun hat, was ich eben geschildert habe, nämlich das Zurückgeworfensein der Leute auf die, den Status einer Ware, einer Sache. Sie haben in der Diskussion über Sklaverei ja typischerweise sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was Sklaverei ist. Eines der Merkmale, auf das man sich in der Literatur, das einem in der Literatur immer wieder begegnet, ist der Personenstatus der Leute, also das Eigentum an der eigenen Person. Bürgerliche Gesellschaften halten sich zugute, dass, es, dass Personen ein Eigentum an sich selbst haben. Und dieses Eigentum an sich selbst unterscheidet sie von dem Sklavenstatus, also dem Besitz einer Person durch eine andere. Das haben wir, diese Freiheit. Die Frage ist aber erstens, und da berührt sich der Migrationsstatus und der Status von abhängig Beschäftigten hier, inwiefern diese formale Personenfreiheit vor ökonomischen Zwängen schützt, die wir im Moment am Arbeitsmarkt beobachten. Und das wären nach meiner Auffassung vor allen Dingen Formen der Tagelöhnerei und die erwähnte Scheinselbstständigkeit,
in Kombination mit sowas wie Schuldknechtschaft. Also das finden wir ganz oft. Die Leute bezahlen viel Geld dafür, um hierher zu kommen, hier zu arbeiten, bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen vor der Nase und in Aussicht. Und sie kommen aus diesen Schuldspiralen nicht wieder raus. Das hat letztlich auch Konsequenzen für ihre sozialrechtlichen Ansprüche, weil in dem Moment, wo das Muster Werkverträge, die Masche Werkverträge sich verbreitet, und das tut sie, erodiert auch das gesamte Sozialversicherungssystem, was ja in Deutschland darauf aufbaut, dass die Leute abhängig beschäftigt werden, dass sie eine paritätische Finanzierung haben von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, und die Sozialversicherungssysteme, die wir haben, sind in keiner Weise darauf vorbereitet, dass die Anzahl der Selbstständigen steigt. Das verschärft sich natürlich nochmal spezifisch für Migrantinnen, logischerweise, wenn sie keine Aufenthaltstitel haben, aber es ist letztlich ein Problem, das alle Abhängigen, alle Lohnabhängigen betrifft. Wenn dieses Zurückgehen auf die nackte Existenz als wahre Arbeitskraft um sich greift, dann ist das ein Problem, was eben nicht nur Migrantinnen, sondern Arbeitsmarktinländerinnen, wie es so schön heißt, betrifft. Ja? Und man könnte sagen, es ist ein Grund, von vorne anzufangen für die Frage der Neuerfindung von sozialen Sicherungssystemen, die dem angemessen wären, und natürlich für die Frage der Interessenvertretung derjenigen, die unter diese neuen Arbeitsverhältnisse fallen. Tagelöhnerei, das wäre mein letztes Wort, das finden Sie in Frankfurt an nahezu jeder Ecke, im Bahnhofsviertel an nahe, im Ostend mittlerweile. Und in den letzten Tagen ist es durch die Presse gegangen im Europaviertel, jetzt in einem nennenswerten Ausmaß, schon zum dritten Mal innerhalb von 2 Jahren, Leute, die tatsächlich als Scheinselbstständige beschäftigt wurden, denen man vorgegaukelt hat, sie seien auf der Basis eines Entsendeverhältnisses gekommen, das heißt, da müsste theoretisch ja irgendwo ein Auftrag vorliegen bei diesem Subunternehmer. Alles das wird Ihnen nichts nützen, weil der Subunternehmer untergetaucht ist und der Generalunternehmer sich weigert, die Löhne zu übernehmen, die der Subunternehmer mitgenommen hat. Und das zentrale Problem, was ich an der Stelle sehe, ist die Gewerbefreiheit in Deutschland. Darüber müsste man reden im Zusammenhang mit den Werkverträgen. Und hier müsste man einerseits, wie gesagt, über die sozialversicherungsrechtliche Absicherung der Beschäftigten reden, andererseits über sowas wie Beweislastumkehr, also nicht mehr die Beschäftigten müssen nachweisen, dass sie scheinselbstständig ausgebeutet worden sind, sondern umgekehrt, die Arbeitgeber müssten gezwungen werden, diese selbstständigen Beschäftigungsverhältnisse genauso zu behandeln wie jedes abhängige Beschäftigungsverhältnis. Punkt. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben es in beiden Beiträgen mit listigen Agenten zu tun. Bei Helmer Lutz der listige Staat und bei Kirsten Huckenbeck die listigen Arbeitgeber, denen immer wieder Umgehungsstrategien einfallen, um soziale Standards für einen großen Teil der Beschäftigten zu unterlaufen. Den Punkt, Sie haben ja, oder Entschuldigung, du hast ja zum Schluss schon Vorschläge gemacht. Ich wollte das in der Schlussrunde auf jeden Fall nochmal ansprechen. Politische Strategien, wie welche Bewältigungsformen von prekärer Arbeit und Lebensformen es gibt aus euren beiden Einsichten in unterschiedliche Bereiche. Aber mir scheint doch, dass gemeinsam ist bei beiden, obwohl es total verschiedene Bereiche gibt, das eine ist, sich um verschiedene Bereiche gehandelt hat, das eine ist der Privathaushalt, das andere ist Arbeitsmarkt, legal oder illegal, und dass da also die fehlenden Rechte beziehungsweise das Unterlaufen vom Recht eine Gemeinsamkeit ist, der Niedriglohnsektor zum großen Teil auch unabhängig von der Qualifikation der Beschäftigten, das kam besonders bei Helmer Lutz raus, und unabhängig davon, welchen Stellenwert in der Gesellschaft diese Arbeit hat, welchen Wert diese Arbeit hat, dann das eine Dunkel- oder ein Terrain, das ist, wir haben ja jetzt einen Einblick auch bekommen in unseren eigenen Staat, in unsere eigene Verfasstheit,
und nicht nur in die Lebensform der Migranten und Migrantinnen, dass diese Bereiche beide, wie wir sie heute jetzt gehört haben, auch fehlende Transparenz ist, fehlendes Wissen auf beiden Seiten, nicht nur der Beschäftigten, sondern auch von uns. Das ist, glaube ich, jedem von uns so gegangen, wenn man die Skandalartikel gelesen hat, hier in Frankfurt mit dem Europaviertel. Und das zur Formulierung und Ausarbeitung von politischen Strategien ja auf jeden Fall als erster Schritt gehört, diese Bereiche sichtbar zu machen, transparent zu machen. Und ich glaube, das ist gelungen. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Und jetzt geht es darum, um politische Strategien, aber das möchte ich jetzt nicht vorgreifen der Diskussion. Also ich sage nur, das machen wir noch zum Schluss, in der Schlussrunde auf jeden Fall, und würde mich jetzt zurückziehen und Ihnen das Wort überlassen. Also allgemeine Diskussion. Ja, danke schön für diese beiden spannenden und so konkret kritischen auch Vorträge. Ich hätte noch mal eine Nachfrage an, jetzt kann ich den Namen leider gerade nicht ganz lesen, Mückenbeck. Ja, danke schön. Und zwar zu der Masche Werkverträge. Die Analyse finde ich sehr spannend und ich würde gerne noch mal konkreter nachfragen, welche Bereiche betrifft es konkret? Also geht es dann um, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja von der Leiharbeit aufgrund des Mindestlohns jetzt in die Werkverträge. Betrifft es die ganzen Branchen, wo Leiharbeit vorher gängig war? Und auch die nochmal als zweites die Genderfrage, weil Leiharbeit ja auch diskutiert wurde, einerseits als gemischter Bereich für Männer und Frauen und andererseits aber auch irgendwie als traditionell männlich dominiert und ob sich da sozusagen in Werkverträgen aus der Erfahrung auch was zeigt, welche Berufe das jetzt eigentlich betrifft. Willst du sammeln oder kann man direkt beantworten? Also das betrifft eigentlich alle Branchen. Das Interessante ist, dass mittlerweile selbst in Tätigkeitsbereichen, wo wir klassische Fließbandarbeit haben, also beispielsweise bei Daimler in Leipzig, aber auch in Hamburg und in Stuttgart, mittlerweile neben den Beschäftigten erster Klasse, die noch reguläre Verträge haben, ja, zu den hohen, immer wieder mal in der Presse auftauchenden Daimler- oder auch VW-Standards, dass daneben Leiharbeiterinnen stehen und daneben Werkvertragskräfte. Ja. Und das ist ja ein Bereich, wo man nicht erwarten würde, in diesem klassischen Modell von Hochlohntätigkeit und dann hat man da so prekäre Ränder. Die Prekarisierung taucht mitten in den Kernen auf. Ja. Und die Unternehmen nutzen das systematisch und in dem Sinne war mein Hinweis auf Testfeld Migration, das, was sie im Migrationsbereich migrationspolitisch bedingt hatten, nämlich aufgrund des Grenzregimes konnten die Leute hier nicht anders als Selbstständige herkommen im Rahmen der Niederlassungsfreiheit, die durften nicht von der Arbeitnehmerfreizügigkeit Gebrauch machen und das heißt, die sind hier alle als zum Beispiel selbstständige Haushaltshilfe mit dem Etikett Bügel nach Hausfrauenart in der Zeitung annonciert, sie hatten ja auch ein paar schöne Beispiele dafür, ja. Also in all den Bereichen, wo der Meisterzwang abgelöst worden ist, hatten sie diese Gewerbegründung. Und das greift jetzt über auf die bislang noch relativ regulierten sogenannten Kerne. Ja. Und das geht durch alle Branchen. Das geht vom Putz- und Reinigungsgewerbe über die Automobilindustrie, Maschinenbau, Fleischindustrie hatte ich ja schon gesagt, wenn Sie da ins Oldenburgische gehen, die ganzen Hühnermassen, Schlachtereien, Schweinefabriken und so weiter, also Fleischzerteilung, das ist klassische Bandarbeit. Ich lasse das mal offen, warum das so selten geklagt wird, ja? Also juristisch geahndet wird. Sie haben mittlerweile irgendwie ganz reguläre, terroristische Mechanismen in diesen Formen der Arbeitszerlegung, die letztlich darin münden, lauter einzelne Beschäftigte auf selbstständigen Basis nebeneinander stehen zu haben. Das ist das Muster, das quer durch alle Branchen geht. Die zweite Frage war Geschlechterfrage. Ja. Das ist wurscht. Das betrifft alle. Ja,
Nein, das ist so. Also das, wir können da bei uns in der Beratungspraxis keinen Unterschied erkennen. Von diesen Formen der Ausbeutung sind Männer wie Frauen gleichermaßen betroffen. Und mittlerweile ist es so, dass mehr Männer bei Reinigungsfirmen arbeiten, mehr Frauen in den Bereich Pflege gehen. Wenn man so will, kann man darin natürlich ein Muster erkennen, aber vertrete da ehrlich gesagt die These, dass Prekarisierung spezifische Unterschiede in Hinsicht auf die Herkunft und das Geschlecht nutzt, aber dass die nicht systematisch ausschlaggebend dafür sind, was versucht wird, an den Arbeitsverhältnissen zu ändern. Ja? Das sind immer Instrumentalisierungen spezifischer Merkmale von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die für eine Extra-Ausbeutung genutzt werden. Ja? Aber es ist nichts, was nur die oder nur die oder nur die betreffe. Ja, ich würde gern auch kurz was dazu sagen. Also die ich würde Ihnen absolut zustimmen. Allerdings die Tatsache, dass also jetzt mehrheitlich Männer in diesen Reinigungsunternehmen arbeiten, ist auch ein Hinweis darauf, dass das als Arbeit betrachtet wird, ja, während das, was im Haushalt passiert, ja immer noch nicht richtig als Arbeit gesehen wird. Also dass es da sozusagen diesen Unterschied gibt, diesen geschlechtsspezifischen Unterschied, also die Hausarbeit eben nicht unbedingt als Arbeit zu betrachten. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir schon, dass da also auch nach Geschlecht eine Unterscheidung gemacht wird in diesem Markt, in dem ständig wieder neue Vertragsformen auch entstehen. Ja. Und das ich meine, was auch interessant wäre, wäre diese ganze Frage, Werkverträge haben wir auch an Unis übrigens, Sie haben ja auch darüber geredet, also an den Hochschulen, wie sich das da verändert. Da eignen sich natürlich ganz bestimmte Bereiche besser dafür, Werkverträge einzusetzen als andere. In der Pflege, wo eine alte Person gepflegt werden muss, ist es irgendwie schwierig, das Produkt zu bestimmen. Ja? Aber mittlerweile, also wenn man davon ausgeht, also wie einige Theoretiker das schon beschrieben haben, geht es ja hier auch um sozusagen um einen neuen Markt, der fiktive Produkte produziert, würde es mich auch nicht wundern, wenn es irgendwann schon auch passieren würde. Ja, also sozusagen das Produkt eben so zu definieren. Das ist aber bislang bei Pflege und Hausarbeit und sogenannter Haushaltshilfe eben noch schwieriger. Ich wollte eigentlich ganz gerne auch noch was zu dem Thema Leiharbeit und Werkverträge eher kommentierend sagen, weil ich mich im letzten Jahr relativ intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und Expertisen für die Heinz-Böckler-Stiftung und für die Rosa-Luxemburg-Stiftung geschrieben habe. Ich würde sagen, aus einer gendersensiblen Perspektive muss man da schon deutlich unterscheiden, weil Leiharbeit ist nach wie vor zu 70% eine Männerdomäne, allerdings mit abnehmender Tendenz. Und das ist wirklich sehr spannend, weil insbesondere nach der Regulierung der Leiharbeit, die Sie beschrieben haben, dieses Equal Pay Prinzip und so weiter, der Anteil von Männern in Leiharbeit überproportional zurückgegangen ist, während der Anteil von Frauen in Leiharbeit hochgegangen ist. Das heißt, wir haben eigentlich bei Leiharbeit eine Tendenz zu einer gemischtgeschlechtlichen Branche und eine Ausweitung von Leiharbeit in eigentlich bislang auf Teilzeitbasis beschäftigten Frauenbranchen, Bürobereiche und so weiter. Und anzunehmen ist, dass sich auch gerade in diesen Branchen Werkverträge verstärkt ausbreiten. Und die Frage ist, inwieweit sie zum Beispiel Minijobs ersetzen, weil da natürlich noch eine Menge Sparpotenzial ist. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, also ich finde die Skandalisierung schon sehr richtig, aber auf einer sozusagen validen, empirischen Basis wissen wir eigentlich noch sehr, sehr wenig über Werkverträge. Da fangen die Forschungen, wenn überhaupt, gerade erst an. Und es gibt irre viel Vermutungen, dass sozusagen Werkverträge Leiharbeit ersetzen, aber wissen tun wir darüber eigentlich noch nichts. Und insofern weiß ich nicht, ob man da jetzt schon so weitreichende Aussagen treffen sollte. Ich habe aber noch eine Frage an Frau Lutz, und zwar ist mir während Ihres Vortrags eingefallen, dass ich neulich gewissermaßen den Film zu Ihrem Vortrag gesehen habe. Mhm. Es gab ja doch einen Tatort, gerade über diesen Pflegebereich, der
vielleicht, sie meinte sogar an Frankfurt spielte, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe nur diesen österreichischen gesehen, aber vielleicht... Da ging es um Pflegekräfte, die aus der Ukraine kamen und sozusagen eingeschleust worden sind, und das waren ja so diese Agenturen, die da beleuchtet worden sind, die waren ja so extrem mafiös, und jetzt wollte ich Sie mal fragen, weiß man darüber was, inwieweit die funktionieren? Also funktionieren die ähnlich wie diese Schleuserbanden, die sozusagen Frauen aus Osteuropa in die Prostitution hier einschleusen? Also das Problem ist wirklich, Sie haben völlig recht, wir wissen über ganz viele Sachen nichts. Aber das, was ich hier aus was vom Monitor gezeigt hat, und das entspricht auch so unseren Forschungen, die binationalen Agenturen, die sich gegründet haben, gründen sich in diesen neuen EU-Ländern. Und die Ukraine gehört ja nicht dazu. Ich habe große Fragezeichen bei dieser Vorstellung, dass also Frauen, die in die Haushaltsarbeit gehen, sozusagen geschleust werden. Das kann mit Zwangsprostitution verbunden sein, aber ich glaube, das ist eine Form von Skandalisierung, die wir so erstmal aus der Forschung nicht belegen können. Und deshalb, für einen Tatort eignet sich so eine, ist das natürlich irgendwie eine verrückte, eine Geschichte, also wo man sich auch gut positionieren kann als Zuschauerin, aber aus der Realität sehen wir das nicht so. Was interessant ist mit diesen vielen Agenturen, die da entstanden sind, die sind legal, ist, dass wir sehen, dass die zum Teil EU-Programme benutzen, um anzuwerben oder auch um vorzubereiten, und zwar in strukturschwachen Regionen, das sind die ländlichen Regionen in Osteuropa, und da werden mithilfe der EU sozusagen so Anwerbeprogramme gefahren. Ja. Also das wissen wir, aber das würde ich jetzt nicht als Menschenschmuggel bezeichnen, und wie gesagt, also da habe ich dann mehr Schwierigkeiten so mit dieser Form der Skandalisierung. Jetzt Sie. Herr Seifert, meine Frage richtet sich an Frau Hugenbeck, und zwar möchte ich mich da so quasi anschließen an meine Vorrednerin. Mich interessiert vor allen Dingen dieses Problem der Werkverträge. Frage, was hat das bedingt, dass dieses Problem so eklatant zunimmt? Erstens, und zweitens, was müsste sich rechtlich und politisch tun, damit man das wieder eindämmen kann? Ja, ich habe auch noch mal zwei Fragen, sowohl an dich, Helma, als auch an Kirsten Huckenbeck, zu diesen Agenturen, also zu den neuen Intermediären, die wir haben. Da eben noch mal die Frage, inwieweit sich damit auch ganz neue Muster von Transnationalität etablieren werden. Und ich frage das vor dem Hintergrund, dass bei uns von Robert Bauer und Thomas Gegenhuber bearbeitet, auch gerade ein Projekt in einem größeren Zusammenhang, in dem ich bin, läuft, zu Crowdsourcing. Das ist ja ein auch neuer Intermediär, Internetplattformen, die ein Problem ausschreiben, auf das sich dann Leute bewerben, um es zu lösen. Zum Beispiel aus dem Design- und Kreativbereich, in dem wir das untersuchen. Also da haben wir genau das gleiche Muster, weltweit agierend. Also ein Logo, Design-Logo für $50 wird in Indien entwickelt. Also solche Sachen. Also die Frage sozusagen, müssen wir nicht hier mit ganz neuen Spielern rechnen, die auch ganz neue Formen der Transnationalität aufbringen werden, deren Regulierung schwierig ist, wenn man es in unseren nationalen Standorten in Angriff nehmen muss. So, vielen Dank. Eine Frage für Professor Lutz. So, Ihr Vortrag endet mit einem Aufruf zur politischen Debatte. So über den Tatort. Und die Frage, die ich habe, ist der Zünder für diese Debatte. Soll jetzt die Feststellung, dass der Trend gegen ethische Prinzipien stoßt, nach dem Motto Kolonialismus können wir nicht erleben in den modernen Zeiten, oder ist die Tatsache, dass dieser Trend die
die Gesellschaft zerstört und alle Teilnehmer in Gefahr bringt. Das heißt, etwas ein praktischerer Ansatz. Vielleicht jetzt erstmal antworten. Ja, ich fange vielleicht mit der letzten Frage an. Also es hat schon eine Reihe von Zündern gegeben. Es hat zum Beispiel mal einen berühmten Fernsehkommentator, Journalisten gegeben, der sich selbst bezichtigt hat. So eine Selbstbezichtigungskampagne wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, so einen Zünder zu finden. Das hat allerdings damals nicht dazu geführt, dass das eine große eine Welle von weiteren Bezichtigungen erfolgt wäre. Aber der Zünder ist auch schwierig. Es läuft ja so. Ja, das ist ja eher sozusagen ein Befriedigungsprogramm, was da läuft. Und deshalb läuft es auch so gut, weil hier der Staat, und interessant ist, wir haben zum Beispiel eine Presseanalyse gemacht über diese Pflegefrage und haben dann gefunden, dass die Zeitungen sehr viel darüber schreiben, also die Bild-Zeitung zum Beispiel auch, und ne, da wird über Pflegenotstand gesprochen, und dann kommt eigentlich überall der rettende Engel ist die Polin. Und die Polin ist sozusagen das Synonym für eine wirklich eine Gruppe von Frauen aus eben ganz Osteuropa. Und alle Journalisten schreiben immer, ja, das ist illegal, aber es funktioniert halt. Und solange es funktioniert, glaube ich, kommt der Aufstand nicht. Wo der Aufstand eher herkommen muss, und das können wir vielleicht dann im nächsten Podium auch nochmal diskutieren, ist, dass es jetzt wirklich eine ganze Reihe von Initiativen gibt, die sich mit der Verteilung von Erwerbsarbeit zu Betreuungs- und Care-Aufgaben beschäftigt. Also eine Gruppe, die sich Care Revolution nennt und aufmerksam macht auf diese Ungleichverteilung, auf die Ungleichbewertung, auf die Frage dieses der falschen Kriterien, um von einer Wachstumsgesellschaft in eine Postwachstumsgesellschaft überzugehen. Also wirklich Care neu zu bewegen. Und es gibt ein europäisches Forum, die auch ein Care-Manifest herausgebracht haben, und die sagen, also wenn wir nicht, was wir brauchen, ist erstens eine Debatte darüber, dass wir alle, jeder Mensch ein Recht darauf hat, betreut und gepflegt zu werden, wenn wir das brauchen. Und das andere ist, dass die Geschlechterverteilung in dieser Betreuung nach wie vor zu Ungunsten der Frauen ist, und das widerspricht dem Gleichberechtigungsansatz. Und das sind so diese zwei Kernpunkte, also die von diesem Kernmanifest auch ausgehen. Und ich glaube, das ist da, dass wir darüber diese Debatte brauchen. Und vielleicht braucht es dann, also Zünder könnten ganz viele Sachen sein, die also eben einfach als ungerecht empfunden werden. Das Problem ist hier, dass die Migrantinnen selber, ja, unsere Migranten und Migrantinnen keine richtige Stimme haben. Ja, also wer die Stimme hat, das sind diejenigen, die davon profitieren im Moment, wir alle. Und deshalb ist es, glaube ich, eher so, dass also aus der Seite vielleicht nicht so schnell was kommt. Aber ich bin nicht so ganz pessimistisch. Ich denke, das kann kommen. Aber können wir nachher nochmal überlegen, wo sozusagen der Zünder herkommen sollte. Dann diese Frage von Brigitte, die neuen Muster der Transnationalität, das Crowdsourcing. Ich selber bin auch immer noch wieder erstaunt, wenn ich zum Beispiel, als ich zum ersten Mal von Clickfarms gehört habe, weiß jemand von Ihnen, was Clickfarms sind? Das sind eben kleine Betriebe in Indien oder irgendwo auf der Welt verteilt, die eben dafür sorgen, dass unser Name an erster Stelle bei Google steht. Ja? Und da wird eben so lange durchgeklickt sozusagen und so stark also beeinflusst, dass irgendwie ein Label, ein Logo und so weiter eben dem Marktblick eben zur Verfügung steht. Und ich glaube, du hast völlig recht, da sind ganz neue Formen. Bei der Pflege ist das nicht so einfach.
das einzusetzen. Also es gibt jetzt eine ganze Reihe von Apps auch, also wo junge Leute auch, also interessanterweise, was ich da gesehen habe, aber wir haben da noch keine Forschung dazu gemacht, nur mein Eindruck ist, dass komischerweise jetzt bei diesen Putztätigkeiten jetzt ganz viele junge Männer und irgendwie ganz besonders muskulöse, schicke Männer, junge Männer irgendwie auf diesen Apps erscheinen das kann sehr gut sein, dass sich dadurch der Markt auch nochmal verändert. Aber das Muster der Transnationalität, glaube ich, du kannst, also so ein Logo kannst du natürlich von irgendwo her holen. In der Pflege ist es irgendwie schwierig, dass, also ich habe ja angedeutet, dass es natürlich auch einen Export sozusagen von Kranken und Pflegebedürftigen gibt. Allerdings, also das in, ich meine, dieser Technik und dem Internet sind ja keine Grenzen mehr gesetzt. Ja, wir haben auch, und darüber hast du auch geschrieben, also wir haben auch Länder, die sehr stark auf Technisierung der Pflege setzen, ja, wie Japan zum Beispiel und wirklich neue und oder auch die nordischen und skandinavischen Länder, dass da die Technik eingreift und so weiter, das ist schon klar. Aber es gibt, glaube ich, Bereiche, in denen das einfacher möglich ist als doch in diesem Pflegebereich. Aber ja, müssen wir vielleicht drüber diskutieren noch. Ja, ich will die Rede von den Schleusern auch nochmal aufgreifen und von da aus einen Bogen zum Crowdsourcing und zur Transnationalität schlagen. Also die Sache mit den Schleusern, das kann man ja auch nochmal anders betrachten. Wir sind ja hier in Frankfurt und ich denke, also auch wenn er es dann trotzdem nicht geschafft hat, aber Walter Benjamin wäre nicht so weit gekommen, wenn er keine Schleuser gehabt hätte. Man könnte das auch als Fluchthelfer bezeichnen. Und ohne die ist die Überwindung von Grenzen in der Regel nicht möglich. Das bringt mich zu dem einen Punkt, warum gibt es überhaupt, und vielleicht so viel noch, alle Berichte aus unserer Beratungsarbeit zeigen, dass das Problem nicht das ist, was durch die Presse geistert, was jetzt beim neuen Prostitutionsgesetz wieder aus der Tasche gezogen wird, nämlich die Zwangsprostitution, ja, die tatsächliche Versklavung von Leuten. Das gibt es ohne Zweifel, das ist skandalträchtig ohne Zweifel, aber das ist ein verschwindend kleiner Teil gemessen an dem, und ich will das nicht gegeneinander ausspielen, ja, aber gemessen an dem, was das Hauptproblem ist. Und das Problem ist nicht, dass die Leute ihrem Dorfvorsteher 200 Euro für die Busfahrt geben. Ja? Das ist ja eine Form von Schleusung. Das Problem ist, warum gibt es die Agenturen? Die Agenturen gibt es meines Erachtens immer aus zwei Gründen. Entweder haben wir ein migrationspolitisches Regime, was Hürden hochzieht, das zeigt die ganze Migrationsgeschichte, nie hoch genug sein können, um Migration zu unterbinden. Das kann man im Moment in Ceuta und Melilla beobachten. Ja? Man kann es anhand von Frontex beobachten. Es hindert die Leute ja nicht daran zu kommen. Es macht das nur gefährlicher und es kriminalisiert sie. Ne? Und Agenturen haben immer da ihre ökonomischen Wurzeln, wo sie reale Bewegungen unterstützen können, die in dem Fall Migration eben nicht legal ins Land kommen dürfen. Der andere Grund, warum es die Agenturen gibt, und da würde ich das Crowdsourcing, also weil ich auch im Hochschulbereich ein bisschen arbeite und die Debatten der Kolleginnen da immer wieder sind, kann man nicht die Lehre entschlacken, können wir nicht unsere Klausuren ganz anders machen, ein bisschen Multiple Choice und sowas, dann kann man das auch nach Indien geben. Ja? So, und das gibt es ja auch tatsächlich. Also ich meine, das wird ja in den wirtschaftswissenschaftlichen, medizinischen Fächern mittlerweile gemacht. Ne? Und das Prinzip ist genau das Gleiche. Selbstständige arbeiten dort, die bewerben sich auf einen Auftrag im Netz. Ne? Ist egal, ob das jetzt der Blitztipp hier im Rhein-Main-Gebiet ist, also eine Papierzeitung, oder ob das im Internet spielt. Für meine Begriffe ist das der Unterschied nur da, dass der Arbeitsmarkt tatsächlich globalisiert wird. Wir haben also die weltweite Ausnutzung von Konkurrenz und Ungleichheit. Und das ist beim Blitztipp vielleicht ein bisschen anders. Und dass die Leute sich individualisiert in Konkurrenz begeben und das wird gefördert, das wird als Instrument benutzt. Und es gäbe diese Agenturen an der Stelle nicht, also die Rolle der Agenturen
hängt damit zusammen, dass, das wäre jetzt meine zweite Antwort auf die, diese Frage, neben den migrationspolitischen Regimen, die umgangen werden müssen, die Rolle der Agenturen verdankt sich daher, dass die Arbeitgeber ein Interesse daran haben, bestimmte Kosten loszuwerden. Sonst gäbe es sie nicht, sonst hätte es die Leiharbeit nicht gegeben. Ja? Die Leiharbeit wäre inexistent, wenn es nicht ein Arbeitgeberinteresse daran gäbe, eine Second Tire Line einzuziehen, also ein zweites Niveau einzuziehen. Ne? Und zur Empirie, ja, ich würde Ihnen recht geben, es gibt noch nicht so viele Studien über den Umfang und das ist natürlich auch genau ein Problem. Ich habe gestern und heute noch mal hier bei der IHK geguckt und versucht herauszufinden, wie die Zahlen zu Gewerbeanmeldungen sind. Ja? Es gibt da keine Korrelation, also was nötig wäre, um das empirisch korrekt zu erfassen, ist eine Langzeitstudie darüber, wie viele reguläre Beschäftigungsverhältnisse sind ersetzt worden durch Selbstständige. Diese Langzeitstudie haben wir nicht. Was ich empfehlen kann, ist allerdings ein Buch von dem Adrian Peter, Die Fleischmafia, der zeigt sehr schön über die letzten 15 Jahre, wie ursprünglich qualifizierte Metzger im Oldenburger Raum am Band beschäftigt worden sind und schon das ist ja, wenn man so will, eine Entwertung, also da findet ein Preisverfall statt, weil die stehen jetzt nicht mehr in ihrem eigenen Laden, sondern am Band. Das ist geändert worden, nachdem die Kontraktfertigung da, also die Kontrakte, die Arbeitskontrakte grenzenüberschreitenden eingezogen worden sind. Der nächste Schub der Änderung war die Ersetzung durch Entsendebeschäftigte und nachdem das geregelt worden ist und man die Leiharbeit eben unter den Tariflohn gebracht hat, sind es jetzt die Werkverträge. Und das ist genau meine Antwort darauf. Ja? In dem Moment, wo ein Bereich reguliert wird, hört ja nicht der Kostendruck auf. Ja? Die Arbeitgeber erfinden einfach das nächste Umgehungsinstrument. Und die Selbstständigkeit ist der absolute Topschlager. Man hat Lohnabhängige, die nichts haben als ihre Arbeitskraft und sonst keinerlei Rechte, soziale Sicherungen. Das ist super billig. Ja. Was kann man dagegen tun? Ja, das ist die Schlussrunde. Sie hatten sich noch gemeldet. Ich wollte eigentlich dann die Rednerliste schließen. Also das brennende Interesse wird aufgenommen. Also Sie und dann war, glaube ich, hinten noch eine Meldung. Davon. Der erste ist der Herr. Oh, ich kann so reden, oder? Ja, gestern in 4 Wochen gibt es Tag der offenen Tür bei Verdi in Offenbach. Da wird ein Lexikon der atypischen Beschäftigung erstellt. Alles, was ich hier gehört habe, kann man sehr gut einordnen. Nur der selbstständige Tagelöhner, da komme ich jetzt nicht weiter. Eigentlich ist es ja ein Paradoxon, weil wer Lohn bekommt, kann nicht selbstständig sein. Aber vielleicht ist es ja auch diese kurzfristige Beschäftigung, geringfügige Beschäftigung geht ja auch kurzfristig, bis zu 70 Tage jetzt. Und vielleicht ist es das. Oder so ist es eine befristete Beschäftigung, dann muss es aber schriftlich sein, gell? Sonst wäre es ja unwirksam, die Befristung. Wie sehen Sie das, Frau Huckebeck? Und vielleicht noch die nächste Wortmeldung und dann... Ja, hallo. Meine Frage wäre schwierig zu formulieren. Also erstmal danke für den ganzen Input und diese erschreckenden Sachen. Ich habe mich gefragt in dem Beitrag, weil es ja vor allen Dingen irgendwie auch um Frauen ging oder in dem Thema der Migrantinnen, wie das denn aus einer feministischen Perspektive auch aufgegriffen wird, dass sozusagen auf der einen Seite viele Leute, also ich kriege diese Zahl von 67% Hausarbeit irgendwie gar nicht mehr aus dem Kopf, dass jetzt schon wieder vor allen Dingen Frauen tätig sind, aber gleichzeitig ja auch irgendwie Frauen entlasten. Das würde ich interessant finden. Und die Frage der Agenturen, da hatten Sie am Anfang gesagt, es gibt auf der einen Seite ja so Netzwerke, die auch irgendwie Migrantinnen vermitteln. Jetzt zum Schluss wirkt es wie so fast schon Global Player. Also gibt es da Erkenntnisse, wer diese Agenturen sind? Sitzen die in Deutschland? Sitzen die in Ihren Beispielen in Polen? Sitzen die ganz woanders? Das fände ich nochmal interessant. Also ich würde gerne, bevor die beiden Antworten kommen, weil wir die Zeit schon etwas überschritten haben, gleich die Schlussfrage mit einbinden, ja, dass ihr das beides sozusagen als Paket behandelt. Das ist die Frage, es kam ja schon, was tun?
sind wir so hilflos, weil so viele Untergehungsstrategien immer neue auftauchen? Oder gibt es Strategien, politische Strategien, auch struktureller Art, wie wir damit umgehen können, also neben der Transparenz, die geschaffen werden muss, und der Skandalisierung? Und da vielleicht auch nochmal die Frage, wie sieht es eigentlich mit dem Recht aus und wie sieht es damit aus, wir haben einen Sozialstandard, wir haben rechtliche Regelungen und wie soll ich das sagen, wie kann das gestoppt werden, dass es darunter wieder sich eine Ebene auftut, die links von oder diese Standards negiert. Also das wäre dann sozusagen an beide nochmal die Schlussfrage nach der Beantwortung der Fragen, die eben aus dem Publikum gekommen sind. Ja, wer möchte anfangen? Ich fange mal an. Die Frage nach der feministischen Perspektive, die ist ganz wichtig, aber die ist auch sehr kompliziert. Denn, und sie ist eine uralte, also sie hat eigentlich in dieser Form schon in der ersten Frauenbewegung eine Rolle gespielt, Ende des 19. Jahrhunderts, wo die bürgerliche Frauenbewegung und die sozialistische Frauenbewegung sich vor allen Dingen über diese Dienstmädchenfrage entzweit haben. Da ging es natürlich um Differenzen zwischen Frauen und auch das Infragestellen von dem ein Subjekt, Kollektivsubjekt Frau. Ja, wie gesagt, sie ist schwierig und sie ist aber sicherlich auch, ich würde sagen, im Moment die öffentlichen Debatten, die wir haben, die drehen sich ja hauptsächlich um Frauenquoten in diesen Hochleistungsberufen. Und ganz selten habe ich bislang erlebt, dass irgendwer eine von diesen high-powered Damen dann eben davon spricht, wer die Hausarbeit erledigt oder sich eben um die Kinder kümmert. Und das sind, also wenn das Politische sozusagen einen privaten Impact oder das Private einen Impact hat auf das, was politisch geäußert wird, sprechen wir hier über einen stark tabuisierten Bereich, der eben so sozusagen das schmutzige Geheimnis ist, was irgendwie alle kennen, aber was keiner gerne anspricht. Was eben kaum angesprochen wird, ist, dass wirklich also die Umverteilung oder die Gleichverteilung von Hausarbeit, die ja in der zweiten Frauenbewegung und auch schon in der ersten auch schon mal angestrebt wurde, dass sie nicht stattgefunden hat. Ja, also Männer werden kaum sozusagen in die in Verantwortung genommen, sondern da werden immer andere Auswege gesucht. Wir können sagen, also eine amerikanische Kollegin, die hat das sehr schön, die hat gesagt, wir haben einen Stillstand der Revolution, die ist bei der Hälfte stillgestanden. Die Frauen sind in die Erwerbsarbeit integriert mittlerweile. Sie tun das zum Teil, also unter, müssen große Opfer bringen, auch oder einfach sind doppelt, weil sie doppelt vergesellschaftet sind, eben die Hausarbeit daneben zu erbringen. Und wenn sie sich da Hilfe suchen können, ist das irgendwie okay. Das andere ist, dass eben einfach Männer in die Care-Arbeit und in diesen ganzen Bereich nicht integriert wurden. Also dass da diese Asymmetrie besteht. Das ist so ungefähr, soweit wir in der feministischen Debatte sind, obwohl es also natürlich auch immer wieder Versuche gibt, das aufzubrechen und auch die Unterschiede und auch die Interessenunterschiede zwischen Frauen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen eben auch zu verbalisieren. Die Agenturen. Also lange Zeit gab es diese Agenturen nicht, sondern dieses Phänomen, als das Ende der, also Anfang der 2000er Jahre, vor allen Dingen in Deutschland hier immer stärker wurde, da lief das alles über persönliche Netzwerke. Ja, und es, also für die Pflegefälle, viele Ärzte, Hausärzte haben halt einfach ihre Liste, auch mit Telefonnummern, die sie Angehörigen gegeben haben. Bei der Reinigung des Haushalts geht es hauptsächlich so, dass meine Nachbarin jemand hat und ich finde das ganz toll und ich frage sie, könnte die auch für mich arbeiten. Ja, also das ist auch kein Tabu mehr, mittlerweile wird auf Partys und so weiter über sowas geredet und das hat sich wirklich geändert in den letzten 15 Jahren, das ist einfach auch ein
kein Tabu, kein Skandal mehr. Und ich glaube, dass es eben beides ist. Die Frage jetzt von Mechthild, was können wir tun? Ich glaube, einige Sachen sind schon angesprochen worden. Es muss natürlich auf mehreren Ebenen, es muss auf, also diejenigen, die davon betroffen sind, ja, können sich organisieren, aber zu sagen, also wir müssen die Frauen jetzt unterstützen, damit sie sich organisieren können. Das ist gerade in Bezug auf Osteuropa sehr schwierig, weil eben diese Pendelmigration bedeutet, dass die eigentlich keine, die arbeiten in zwei Haushalten gleichzeitig, nämlich ihrem eigenen auch noch, wenn sie zurückkommen, da hat niemand geputzt und sich um die Kinder gekümmert und sonst was, das machen sie sozusagen in der Zeit und sie haben wenig Zeit zur Selbstorganisation. Mit Lateinamerikanerinnen ist das zum Beispiel was anderes, also die, es gibt natürlich viele Frauen, die aus Erdteilen hier sind und die auch illegalisiert hier leben, die zum Teil eben auch Communities haben, in denen sowas organisiert wird. Aber das ist sehr unterschiedlich. Ja, zwischen. Und dann kommt noch dazu, dass von den meisten Betroffenen diese Arbeit als eine vorübergehende Arbeit betrachtet wird. Ja, und dann finden wir den Zustand, dass Menschen da seit 10, 15 Jahren drin sind. Also, das ist eine Art von Dynamik der Migration, die da entsteht. Die Remittance ist also das, was zurückgeschickt wird. Die Leute gewöhnen sich auch zu Hause dran. Da sind Sparziele, auf die zugespart wird und so weiter. Also es gibt immer wieder einen Grund, die Rückkehr dann eben doch nicht stattfinden zu lassen. Und deshalb die Frage der Organisation. Ich glaube, also was wir brauchen, es gibt natürlich Verbände, die auch transnational, die Europäische Gewerkschaftsbund, der wirklich auch eine ganze Menge macht, aber wir brauchen einfach viel stärker. Dieses können wir nicht national lösen. Wir müssen transnational hier anfangen zu denken. Wir müssen transnationale Organisationen viel stärker schaffen, als es sie bis jetzt gibt. Also die Kirche, zum Beispiel die katholische Kirche ist interessant, die ist auch in allen Herkunftsländern ziemlich aktiv. Vielleicht jetzt nicht immer in die Richtung, also die ich mir wünschen würde, aber sie sind sozusagen da die Ansprechpartner. Und ich glaube, dass das sozusagen, wir müssen aus unserem Container raus, aus unserem Nationalen. Wir müssen einfach viel stärker die transnationalen Bezüge mit einbauen. Und da so schnelle Lösungen gibt es da nicht, aber es gibt immerhin doch eine ganze Reihe von Vereinigungen, die sowas auch schon versuchen. Also die Kirche als globaler Player, Kirsten. Ja, ich hoffe, dass sie sich dann auch mit ihrem eigenen dritten Weg auseinandersetzt. Sie sind ja eher bekannt dafür, dass sie einen Gutteil der Prekarisierung der Beschäftigung mit vorantreiben. Stichwort keine Tarifbindung etc. Aber ich würde gerne nochmal auf das Paradoxon des Tagelöhners zurückkommen und damit zu deiner, sage ich jetzt mal, als Gewerkschaftskollege Frage. Ja, natürlich ist das ein Paradoxon, aber das macht ja genau den Clou der Scheinselbstständigkeit aus. Ein Großteil unserer Beratung besteht darin, mit den Klientinnen nachzuweisen, dass sie scheinselbstständig beschäftigt worden sind. Und das heißt zum Beispiel, dass sie weisungsgebunden waren. Das ist ein klassisches Indiz für eine abhängige Beschäftigung eigentlich, dass sie keine eigenen Arbeitsmittel hatten. Das ist ein klassisches Indiz für eine abhängige Beschäftigung. Und diesen mühsamen Prozess mit ihnen zu gehen, um denn die Arbeitgeber zu zwingen, erstens Tariflöhne zu zahlen, die kriegen sie ja als Selbstständige nicht, ja, oder Mindestlöhne zu zahlen, die kriegen sie als Selbstständige auch nicht, und zweitens Sozialversicherungsbeiträge nachzuentrichten. Dafür braucht es eigentlich immer Momente von Kollegialität, weil ansonsten natürlich Aussage gegen Aussage steht. Ob und wie man die findet, ist Teil eines sehr mühsamen Organisierungsprozesses. Tagelöhnerei gehört für mich aber zu den klassischen Phänomenen der migrantischen Beschäftigung. Und es geht eben genau darum zu zeigen, das ist eigentlich ein Lohn, den sie kriegen und kein Honorar. Ja? So, das muss man beweisen, dafür braucht man Zeuginnen und Zeugen und das setzt Momente von Organisierung voraus. Hier nur ein ganz kleines Beispiel aus unserer Beratungspraxis. Eine Familie, die in der Immobilie eines stadtbekannten Frankfurter Immobilienbesitzers lebt und wo der Mann zugleich und die Frau für diesen
Immobilienbesitzer verschiedenste Aufgaben übernommen haben. Also alles, unter anderem Gerüstbau, aber auch irgendwie Asbestentsorgung, Reinigungstätigkeiten etc. pp. Alles eben. Interessanterweise hat dieser Immobilienbesitzer über seinen Vorarbeiter die Rechnungen für diesen Beschäftigten selbst geschrieben, weil der des Deutschen nicht mächtig war. Ja, das heißt, der Auftraggeber schreibt für seinen Klienten die Rechnung. Das ist ein Riesenproblem gewesen, weil die Familie zu uns gekommen ist, aufgrund einer Fehlgeburt der Frau, für die sie dann eine Privatliquidation im Krankenhaus gekriegt hat. Ja. Die waren natürlich nicht sozial versichert. Und in dem Moment, wo die sich wehren, passiert genau das. Erstens, er ist seinen Job los, er kriegt keine neuen Aufträge mehr. Und zweitens, sie sind die Wohnung los. Ja. So, und das macht ja die Grenzen der bisherigen sozialen Sicherung bei selbstständigen Arbeitsverhältnissen deutlich. Deswegen würde ich an der Stelle ganz banal, pragmatisch mit der Arbeitsrechtlerin, Professorin Frau Christiane Broers und ihrem Kollegen, dem Peter Schüren, sagen, wir brauchen im Bereich der Selbstständigkeit eine Beweislastumkehr. Die Arbeitgeber müssen gezwungen werden, nachzuweisen, dass die tatsächlich selbstständig waren und nicht umgekehrt die abhängig Beschäftigten nachweisen, dass sie scheinselbstständig beschäftigt worden sind. Und im zweiten Schritt, wir brauchen eigentlich eine Form von sozialer Sicherung, die es für die Arbeitgeber unattraktiv macht, auf dieses Feld auszuweichen. Und da würde ich auch gerne mal den Bogen zur Pflege spannen. Wenn die Pflegeversicherung anders ausgestattet wäre, ja, wenn wir sowas wie Vollkaskopflege hätten, worüber Verdi unter anderem diskutiert im Moment, ja, diese völlig unzureichenden Sätze, die überhaupt keine seriöse Kalkulation erlauben können, und das ist das Gleiche wie auf den Baustellen, ja, die Ausschreibung für die Baustellen, da kann unten keine legale Arbeit passieren. Ja. Das heißt, wir brauchen auch ein anderes soziales Sicherungssystem, ne, an der Stelle. Das passt doch gut. Ja. Also ganz herzlichen Dank. Es war schon ein Übergang zum nächsten Panel. Es tut mir leid, die Solidarität ist ein bisschen brüchig geworden, was das die Zeitverwendung betrifft. Aber so ist es nun mal, das Leben. Ich danke also allen ganz herzlich für die Diskussion, dass man hier auch bei dieser schweren Luft durchgehalten hat. Und ich danke den beiden Referentinnen und Helma Lutz mit prekaritären Gesundheitszuständen für die anregenden Beiträge. Okay, danke.